Tag und hallo. Hallo. Ali ist gemutet, verdammt. Ah, jetzt nicht mehr. Wen haben wir noch? Jetzt bin ich raus. Der Dreihänder, Cyrus Navid. Hallo, Abend. Und last but not least, Jova 0204. Ich brauche noch mal einen besseren Nick. Definitiv, ja. Als Dale Anderson, aber dafür mit dem coolsten Pulli heute. Guten Abend. Ja. Inspiriert ja, Feier bei Pölle. Das hier, das ist der Gesundheitsdrache, der passt heute auf mich auf. So. Genau. Und vielleicht fällt er gleich irgendwann mir von der Schulter. Ja. Eventuell bist du davon inspiriert und sattelst auf Feuerwehrmann um. Guck mal begeistert, danke reicht. Ja, wir spielen eine Runde Hunter in der World of Darkness. Das heißt, für euch da draußen, seid euch bewusst, das ist ein Setting voller Dunkelheit und Düsternis und bösen Dingen. Das heißt, es könnte auch zu Sachen kommen, die Menschen, Leuten da draußen nicht gefallen. Deswegen, falls ihr irgendetwas seht, was euch triggert oder sonst irgendwie berührt oder so und ihr, was ihr nicht mögt, einfach ausschalten oder was anderes gucken oder sonst irgendwie was machen. Aber bitte zwingt euch nicht hier durch. Das wollen wir nämlich nicht. Wir wollen nicht, dass Leute das hier gucken und danach irgendwie so drauf sind. Deswegen handelt bitte selbstverantwortlich, wenn ihr das schaut. Muss nicht vorkommen, aber kann sein. Genau. Und das zweite ist natürlich, das ist ein Rollenspiel hier. Das heißt, wir spielen Rollen, also wir alle. Und bitte denkt dran, dass die Figuren, die vorkommen, nicht wir selbst sind, sondern eben ein Charakter in der Geschichte. Und da bitte trennen zwischen der Figur und uns selber, denn ich glaube, keiner von uns hat jemals irgendwie Vampire gejagt oder so. Ja, ich weiß, das dürfen die Pfarrer nicht sagen, aber. Ja, okay. Noch nicht, schreibt Feramin, noch nicht, ja. Nicht seit der Isolation. Ja. Ja. Okay, haben wir das auch aus dem Weg? Das nächste, was ist, ich wollte euch ein bisschen zusammenfassen, falls ihr den ersten Stream verpasst habt. Worum es geht, ja, die vier Personen hier, das sind alles neu dazugekommene Hunter, für eine kleine Hunter-Organisation arbeitend und geschickt worden in eine Stadt an der Grenze zu Mexiko in den USA. Das Besondere an dieser Stadt ist, die Stadt hat keinen Namen, was irgendwie sonst irgendwie keinen zu stören scheint, so einem großartig auffällt. Und ja, die andere Besonderheit der Stadt, das wissen unsere Hunter leider nicht. Aber die hat auch noch andere Besonderheiten. Wenn ihr die Vampire-Runde geguckt habt, dann wisst ihr welche. Und ja, sie sind, also Dale und Clara sind zusammen in die Stadt hineingekommen. Jethro wohnt da schon eine ganze Weile und Cyrus ist irgendwie mit der Klapperkiste angereist. Und ja, Dale und Clara haben sich erstmal ein Zimmer genommen in einem örtlichen Motel. Und ja, Jethro hat eine Wohnung in der Stadt, gerade frisch angemietet, mit einer ziemlich nervigen Nachbarin. Und ja, Cyrus ist ein bisschen so erstmal durch die Gegend gefahren. Und sie haben sich dann im örtlichen Park getroffen. Und Jethro hat sie ein bisschen durch die Gegend gescheucht, weil er die Kontaktperson war. Und dann hat er ihnen die Wohnung bei ihm gegenüber zugewiesen. Und dann ging es erstmal los. Dann haben Dale, Cyrus und Clara ziemlich auf Jethro rumgehackt. als er ihnen erzählt hat, wo, ein bisschen, dass sie ein bisschen was über Vampire erfahren. Und ja, Jethro hat sich ein bisschen verdächtig gemacht, in dem so wie er handelt, weil Jethro hat ein kleines Problemchen. Er ist nicht so der umgänglichste Mensch. Er hat so ein paar Problemchen und Zippelchen hier und da und mag zum Beispiel es nicht, vor anderen Leuten zu essen und generell Anwesenheit von anderen ist irgendwie ein bisschen eklig.
und Abstand und so. 1,50 Meter. Auch vor der Krise schon, weil wir spielen nämlich 2019 noch. Und ja, da hat er sich ein bisschen verdächtig gemacht. Das hat ihm sehr zugesetzt beim letzten Mal. Außerdem hat Dale die ganze Zeit irgendwie mit Feuer rumhantiert. In einem geschlossenen Raum. Das fand Vesperance auch nicht so cool. Vor allen Dingen, weil keine Rauchmelder, glaube ich, angebracht sind. Hm. Ja. Genau, und dann haben sie sich dann doch noch zusammengerappelt, nachdem Jethro ein bisschen paar Chips gegessen hatte und die ganzen Sachen ausgeräumt hat, die man ihm da entgegengeschmissen hat. Schließlich wird der Vampir sich ja auch direkt vorstellen bei denen. Das ist, ja, gut. So einfach wollte ich es euch jetzt nicht machen. Aber gut, sie sind dann losgezogen und haben ein paar Spuren verfolgt, die Jethro ihnen gesagt hat. Denn es gibt ein paar Vampire, die sich ein bisschen auffällig verhalten haben in letzter Zeit in der Stadt. Und dann haben sie eine Spur verfolgt von einem merkwürdigen Gegebenheit im örtlichen Polizeirevier, wo auf einmal bestimmte Beweise von einer großen Explosion im Tower der Stadt verschwunden waren oder ja zumindest nicht mehr weiterverfolgt wurden, der Fall einfach so fallen gelassen wurde. Und Jethro hatte herausgefunden, dass das gleichzeitig ungefähr passiert ist, damit das die ganzen Computer in dem Polizeirevier ausgetauscht wurden. Und da sind sie dann mal zum Polizeirevier hin. Und Cyrus hat seine übernatürlichen Kräfte eingesetzt und hat tatsächlich eine merkwürdige Gestalt gesehen, die kurz vor mit dem Mann an der Empfang gesprochen hat und eigenartige, ein bisschen komisch aussah. Und dann haben Jethro war, glaube ich, nicht dabei, aber Clara war noch dabei und Dale, und die haben noch in den Akten herumgestöbert und haben dann wirklich herausgefunden, dass so die ersten Seiten alle noch so ein bisschen so pro forma beschriftet waren, aber so später die ganzen Akten alle leer sind. Das heißt, da wurde wohl irgendwie was ausgetauscht. Ja. Und da hatten wir, glaube ich, auch geschlossen, als Cyrus das Ganze dann auch noch mit seiner Vision irgendwie herausgefunden hat. Und ja, Frage ist jetzt, wie geht's weiter bei euch? Was habt ihr jetzt vor mit den Hinweisen, die ihr bekommen habt? Wir starten jetzt unmittelbar noch beim Polizeirevier oder sind wir jetzt dann in der Bude schon? Also wenn ihr im Polizeirevier nichts mehr machen wollt, dann würde ich sagen, dann wart ihr zurück, je nachdem. Oder Clara, hättest du noch was? Nee, geordneter Rückzug. Ja. Zu eurem Quartier bei Jethro oder zu dem Quartier im Motel oder wohin fahrt ihr zurück? Weil Cyrus hatte auch, glaube ich, sein Auto ja geparkt vor dem Motel. Nee, ich glaube, warte mal, also Dale hat uns hingefahren. Ja, ich habe das, glaube ich, so verstanden, dass du da mit der Knatterkiste schon noch da auf dem Hof standest. Ach so. Ja, das mag sein. Dann fahren wir so, dass ich mit meiner Knatterkiste wieder auch bei Jethro am Ende des Tages bin. Dass da alle großen Maschinen in der Nähe parken. So eine Straße weiter oder so, dass nicht alles unmittelbar an der Haustür ist. Ist ja ein Kennzeichen, was von woanders ist. Anderer Bundesstaat und so. Ich dachte aber, wir hätten schon unsere Sachen umgezogen, oder? Haben wir, ne? Ja, so hatte ich das auch in Erinnerung, dass wir das Motel schon, dieses Quartier schon uns ausquartiert hätten und uns alle gegenüber von Jethro einquartiert hätten. Okay. Ja. Dann also nach Hause. Ach, wir sind doch überall zu Hause. Ja, wenn ihr die kleine Treppe hinaufgeht, hört ihr ein bisschen Rumpeln hinter der Tür von, also unten in der ersten Wohnung rechts wohnt ja die komische Vermieter-Lady. Und ihr könntet schwören, dass da irgendwie ein kleines Auge durch den Spion guckt. Aber im Vorbeigehen winken. Ich glaube, das machen wir jetzt alle in Kette, ne? Und wartet Jethro schon oben oder hat er sich verbarrikadiert? Nee, der ist erstmal nicht zu sehen. Genau, hier schreibt Feramin gerade, das Auto hattet ihr im Hotel gelassen, weil Jethro das für zu auffällig befunden hat, ja. Boah, ja, die Alternative wäre gewesen, okay. Es in die Wüste zu fahren und dort in Brand zu stecken.
Nee, das finde ich nicht so gut. Ich finde das in danke für den Hinweis. Dann hat man mein Auto vom Motel wieder zurückgenommen. Also es in die Wüste zu fahren und dort in Brand zu stecken, die Feuersäule wäre definitiv weniger auffällig gewesen, als mit dem Auto durch die Stadt zu fahren. Falls das Auto bis in die Wüste kommt, wer weiß. Das ist eher so ein Stadtfahrzeug ab jetzt. Nein, ja, Tür aufschließen, in die Wohnung gehen. Wir sehen Jethro wahrscheinlich nicht in der Wohnung. Nein. Dann erst einmal Platz nehmen. Wahrscheinlich setze ich mich aufs Bett und setze mich erstmal einfach nur. Ja, sonst gibt es ja gar nicht so viel zum Sitzen. Aber natürlich hat er uns schon kommen sehen, nehme ich an. Und weiß, dass wir wieder da sind. Also auf dem Küchentisch in der Wohnung stehen zwei große Pizzakartons. Mit Pizza, bei denen ein paar Stücke schon fehlen. Okay, da würde ich wahrscheinlich relativ zeitnah hingehen, weil ich glaube, ja, doch, wir haben vorher was gegessen, dennoch, Pizza geht immer. Oh, die ist bestimmt für uns extra. Da fehlt was. Jetzt kommt da rein, was habt ihr an meiner Pizza? Guck mal, unser Mann sorgt für uns. Das ist doch gut. Nicht nur eine Wohnung kriegen wir ja auch das beste Essen der ganzen Stadt. Versucht so ihr jetzt hier gegenzuschleimen, oder was? Du bist nicht mal da. Das heißt nicht, dass ich euch nicht sehen und hören kann. Leider gehe ich davon aus, dass mich Jethro die ganze Zeit sieht und hört, während ich in dieser Wohnung bin. So wie es das letzte Mal den Eindruck gemacht hat. Ja, ich nehme mir ein Stück möglichst irgendwas mit wenig Belag drauf. Keine Ahnung. Und ja. Meint ihr, wir sollen auf ihn warten oder klopfen? Ich glaube, klopfen ist ihm nicht so recht, wie ich ihn einschätze, oder? Ja, kommt bestimmt gleich rüber. Aber lass doch noch mal uns erinnern. Was schließen wir denn jetzt aus dieser... Upsi, da ist jemand weg. Aus dieser Vision. Ich werde da noch nicht ganz schlau draus. Ja, das Ding ist, der Zettel, den ich berührt habe, du warst ja mit mir in dem Raum, der Zettel, den ich genommen habe, der die Seriennummer oder die Nummer dieser Akte ist, als ich den berührt habe, habe ich diese Vision gehabt, dass ich gesehen habe, wie dieser Zettel dort reingekommen ist. Es ist schwer zu erklären. Aber im Wesentlichen heißt es, in dem Vorraum, dort, wo der Kaffeeautomat war mit diesem Plörre-Kaffee, dort hat ein Mann in einem Hawaii-Hemd einen Hinweis gegeben, dass diese Sachen jetzt auf sich beruhen lassen soll, die Polizei. Und im Grunde war das ein mysteriöser Typ mit Hawaii-Hemd, wie gesagt. Der hat gesagt, oh, schade, jetzt müssen Sie das alles fallen lassen, hier die ganze Akte. Aber na gut, Sie haben ja neues Equipment. Und dann wurde die Akte ausgeräumt und die leere oder Attrappenakte hineingelegt. Leider kann ich dir wenig zum Zeitpunkt sagen. Ich denke, es wird übereinpassen mit dem, was Jethro rausgefunden hat. Aber den Typen im Hawaii-Hemd würde ich wiedererkennen, glaube ich. Da bin ich mir fast sicher. Immerhin. Er hatte auch ein markantes Gesicht. Also im Wesentlichen heißt es nur, wir können Jethro fragen, ob er irgendwelche Menschen oder sagen wir Lebewesen auf diese Optik hin findet in dem Zusammenhang mit dieser Explosion. Und dann haben wir zumindest wieder einen Indiz. Ja, wenn er uns hören kann, wäre es natürlich super praktisch, wenn wir direkt so eine Gegensprechanlage einbauen hier, oder? Da muss er nicht immer rüberkommen. Dale, hörst du uns? Dale? Ach nein, Dale ist hier. Jethro, hörst du uns? Jethro? Claras Handy klingelt. Da ist eine Nachricht angekommen. Ach, ich dachte schon, mein Handy ist die Gegensprechanlage. War das dein Handy? Ja. Also du guckst drauf, da ist dann eine Nachricht in dieser J-App. Ja. Meine J-App, ja. Ich kann
Ich kann euch schon verstehen und ich kann auch mit euch kommunizieren, wenn ich das will. Also daraus schließe ich jetzt, er möchte gar nicht weiter. Mehr möchte er gar nicht sagen. Gut, aber dann gehen wir doch davon aus, er ist jetzt hier und wir können das alles schon auswerten. Also er ist auch wieder da. Er hat uns gehört, ja? Also nochmal, Jethro, nur für dich, damit du es verstehst. Ein Typ im Hawaii-Hemd, ja, der irgendwas mit der Explosion zu tun haben könnte oder in dem Zusammenhang war. So ein markantes Gesicht. Ich beschreibe mal 2, 3 Züge von diesem Gesicht. Vielleicht die Frisur, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Ich glaube, so leicht gewellte Haare waren es oder sowas, ne? Ja, das Foto müsste noch in der Skype-History sein. Ja, genau. Ja, so leicht lockige Haare, ein bisschen breiteres Gesicht, All-American-Guy, hat so einen leichten 3-Tage-Bart, hellere Augen als Haare. Wenn du den findest, irgendwie im Zusammenhang mit der Explosion oder mit der Polizei in dieser Woche. Das Hawaii-Hemd war wahrscheinlich das Markanteste. Wer geht mit einem Hawaii-Hemd in so ein Polizeirevier, selbstverständlich, mit, was weiß ich, neuen Rechnern und neuem Equipment? Wenn du da wen findest, wäre super. Vielleicht hast du den ja auch schon mal gesehen. Also vielleicht kennst du ja jemanden oder hast du auf irgendwelchen Videos schon mal so ein Gesicht gesehen? Oder ein besonderes Hawaii-Hemd erkannt? Wäre jetzt sowieso meine Frage an die Spielleitung. Habe ich bei meinen Recherchen schon mal so ein Gesicht gesehen? Kannst ja mal würfeln auf Intelligence und Investigation. Also jetzt kommt jetzt auch oft drauf an, wie genau Jethro den Cyrus den beschreibt. Also, warte mal, habe ich einen Skill, der das beschreiben kann? Läuft das über Awareness, würde ich das? Also wie würde ich das denn beschreiben vom Skill her? Ja. Oder reichen nur Worte allgemein? Ja, Worte reicht schon, ja. Also es ist okay, halt dann jetzt ein sagen, markantes All-American-Gesicht, krauses Haar, Hawaii. Okay, würde ich noch sagen, die Jawline ist relativ ausgeprägt. Also die Kinnlinie ganz normal, aber auch hier die Wangenknochen sind sehr ausgeprägt. Eher volle Augenbrauen. Kann Cyrus malen? Er guckt gerade, ob er malen kann. Craft oder so? Nein. Oder Performance? Performance ein bisschen. Soll er mal Performance würfeln? Sodass er das Gesicht tanzt oder so? Das Gesicht tanzt. Ja, also Jethro kann da, ich weiß nicht, ob er es gerade sehen kann. Mach mal gerade auch mal deinen Charakter auf. Vortrag, genau, ja. Kannst du ein bisschen. Mach mal Charisma und Performance. Zack und zack und zack. Gucken wir, was passiert. Modifiers 0. No, 2 Erfolge. Dann mache ich das mal um. Darf ich noch innerweltliche Vergleiche geben? Ja, bitte. Wenn du Entourage kennst, so ein bisschen wie Vincent Chase. Google den mal, so ähnlich. Ja, jetzt. Dann google ich zuerst Vincent Chase. Einmal für Jethro mit Intelligence und Investigation. Das ist ordentlich. Und 3 Erfolge. Ja, es wird wahrscheinlich dann, mit 3 Erfolgen wird das wahrscheinlich etwas dauern, aber du wirst ein bisschen was finden, vielleicht irgendwie mal so eine mehrere Gestalten, die auch mit Hawaii-Hemd irgendwie durch die Straßen laufen, an den Verkehrskameras vorbei oder so. Wenn du die Kameras vom Polizeirevier anzapfst,
Dann kannst du dir vielleicht auch noch einen Eindruck von dem verschaffen, wovon er da redet gerade, weil der Gegenstand auf den Bändern noch drauf ist. Weil der Lieferant von dem neuen Equipment. Ist ja schon interessant, dass Magnum hier das Computer-Equipment liefert. Richtig, und er hat dafür gesorgt, dass die Akten ausgetauscht werden und der ganze Fall ignoriert werden wird. So, so. Ich habe ja meine Zeit mit Recherchen weiter verbracht, wie auch sonst. Ich habe auch von einem gewissen Ronan O'Connor Informationen erhalten, die mir zur Verfügung gestellt wurden, und zwar eine FBI-Akte. Die habe ich ausgedruckt hier liegen, die habe ich natürlich nicht digital zwischengespeichert. Wer weiß, ob das FBI diese Akte auf meinen Festplatten irgendwann mal findet. Das heißt, ich würde bei euch klopfen. Es klopft bei euch. Ah, da ist er wohl. Lass ihn mal rein. Für den Fall, dass es jemand anders ist, ziehe ich trotzdem eine Knarre und gehe mal mit dem Rücken an die Wand daneben. Langsam steckt er mich mit seiner Paranoia an. Ich gehe mal an die Tür, falls es die Frau von unten ist. Mit einem Lächeln. Stehe dahinter. So. Zuckerbrot und Peitsche. Nein, es ist nur Jethro. Also, du wirst den, der Türspion ist ja ungefähr so auf normale Menschenaugenhöhe, ne? Du wirst ihn nicht sehen. Weil er nicht groß genug ist, um im Türspion zu erscheinen. Ja. Aber er geht dann so zwei Schritte zurück und. Das sind doch nur schlechte Türspione, die kleinere nicht sehen. Naja, jedenfalls kommst du jetzt mal rein. Ja, hi. Danke für die Pizza. Ich gucke mal so um die Ecke, sehe da so die Wumme. Und, ja, ich pack die gerade wieder weg, siehst du. Mit dem Feuerzeug so und so. Ja, hi. Richtig so, weitermachen. Gut. Alles klar. Ich habe hier was für euch und ich drücke mich so an euch vorbei, so zum Küchentisch auch und hau so die FBI-Akte so auf den Tisch. Das ist dieser Ronan O'Connor, von dem ich, ihr erinnert euch, glaube ich. Hat das mit der Explosion zu tun, hast du gesagt, dass der Name da irgendwie stand oder sowas, ne? Genau. Das war der Name, der in flammender Schrift oben auf den Tower gepinselt war, ja. Und der hat wohl eine FBI-Ausbildung bekommen und ist dann aber Privatdetektiv gewesen und hat auch irgendwas mit irgendeiner Mafia zu tun und Dinge. Im Sinne von Jagen oder im Sinne von Mitglied sein in der Mafia? Mitglied. Okay. Okay, und hast du auch Fotos und so? Ja, Fotos und Fingerabdrücke sind da in der Akte. Toppi. Hast du eben alles mitgehört? Also bist du auf dem Laufenden, will ich fragen. Mir kam eben der Gedanke, wenn jetzt das alles, wenn dieser Kerl jetzt das neue Equipment gebracht hat, können wir ja davon ausgehen, dass die Polizei komplett kompromittiert ist und alle Geräte da quasi zur Überwachung eingesetzt werden. Oh, auch das ist möglich, in der Tat, ja. Was heißt das für uns? Naja, also einweihen sollten wir die sowieso nicht. Das heißt, wir können in dieser Stadt im Moment, zumindest in diesem Fall, noch nicht der Polizei vertrauen, wenn wir diesem Fall weiter nachgehen würden. Noch haben wir ja keinen wirklichen Hinweis, dass es was mit diesen Wesen zu tun hat. Und wir wissen, dass der eine Typ, der damit eindeutig zu tun hätte, eine FBI-Ausbildung hat, die keiner von uns hier im Raum hat, richtig? Ja. Und je nachdem, wie die Polizei überwacht wird, also wenn da auch Videoaufzeichnungen und so gemacht werden, sind wir natürlich jetzt zumindest schon mal gesehen worden.
Auch das ist richtig, gerade wenn das Geräte sind, die gerade erst installiert worden sind. Aber nur zwei von uns. Dale ist draußen im Wagen geblieben und Jethro, du warst gar nicht zu sehen. Das ist auch gut so. Das heißt, tendenziell könnte ich da sogar noch mal rein. Ja, das würde wahrscheinlich funktionieren. Wenn wir da rein wollen, wir können da vielleicht alle noch mal rein, aber wir sind jetzt schon einmal gesehen worden. So, ja. Also unsere Gesichter, die, man weiß ja auch noch nicht, wer wir sind und so. Doch, aber doch, ich habe meinen Namen genannt. Deinen Namen haben sie nicht. Richtig, du hast deinen Namen genannt. Das kommt mir jetzt nochmal besonders klug vor. Jethro, warum hast du deinen falsch? Namen genannt, Mann? Namen nicht nennen sollen? Wie schwer ist das, meinen Namen rauszufinden, wenn man mein Gesicht auf Video hat? Ich bin der einzige Olivfarbene hier in der ganzen Stadt, oder? Alter, weißt du, was für Trottel in der Polizeistation arbeiten? Die kriegen das nie raus. Wir sind hier mitten in Texas. Ich bin der einzige mit iranischen Wurzeln. Ich glaube, wenn irgendein Mensch in jedes Profil passt, werde ich das sein. Du bildest dir ein bisschen viel auf deine Herkunft ein, glaube ich. Glaubst du, du bist der einzige hier aus dem Iran in Amerika, oder was? Also wenn du Nein, Mexikaner aber in dieser wärst, Stadt dann vielleicht. In Texas? Und außerdem bin ich stolz auf meinen Namen. Wieso sollte ich einen anderen nehmen? Ja, das war es vermutlich, ja. Ich habe mal gehört, wer denken kann, ist klar im Vorteil. Ach, überbewertet. Also, okay. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Was wären jetzt die nächsten möglichen Schritte? Also es ist relativ wahrscheinlich, ich vermute mal, mein Gedanke war, eventuell, wenn dieser Ronan O'Connor, der scheint ja irgendwie was hier in der Stadt zu suchen zu haben. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier so ein Vampir ist oder so, ne? Aber auf jeden Fall ist der irgendwie interessant, würde ich mal sagen. Mich juckt so ein bisschen. Mhm. Mehr konnte ich über den nicht rausfinden. Wir müssen den irgendwie ausfindig machen am besten. Alternativ können wir natürlich immer noch der rothaarigen Dame auf den Zahn fühlen, bei der ich weiß, wo sie wohnt. Ja. Und zum Dritten dieser Magnum-Typ, ist auch irgendwie interessant. Da müssten wir auch mal gucken. Ich habe so ein paar Bilder von dem gefunden, wie der hier durch die Stadt lungert. Der geht manchmal zu Fuß hin und her und naja, so Dinge. Also Magnum ist zumindest jemand, der offensichtlich das Interesse hat, dass Ronan geschützt bleibt. Mehr wissen wir nicht. Offensichtlich, Ronan, das, was du ist, über den sagst, der hat irgendwelche Supernatural Powers, definitiv. Okay. Niemand befiehlt einfach jemandem etwas und dann macht er das. Erst recht nicht als komischer Hardware-Bote. Naja, je nachdem, wie teuer das Equipment ist. Aber wahrscheinlich hast du recht. Ich hab gesagt, die Bullen hier sind alles Trottel, ja? Aber kein texanischer Polizist lässt sich von einem Typen im Hawaii-Hemd irgendwas sagen. Aber definitiv nicht. Okay, das nehme ich ab. Aber Ronan wissen wir nicht, ob er irgendetwas hat, außer dass er einfach nur offensichtlich Freunde in hohen Positionen hat und eine sehr, sehr kompetente Ausbildung. Und auch auf der anderen Seite des Gesetzes sich wohlfühlt. Naja, und in Flammenschrift gut lesbar an Hotelwänden auftaucht. Ja, aber das kann er gewesen sein oder jemand anders. Vielleicht war es was hier meins und vielleicht war es jemand, Ronan, du bist der Nächste und so. Was könnte man nicht den Hawaii-Mann mal, wenn der Equipment geliefert hat, dann hat er einen Laden oder so. Kann man dem nicht mal einen Besuch abstatten, für wen der, also einschüchtern? Also, sonst brennen wir seinen Laden halt auch nieder und schreiben Ronan, Fragezeichen drauf, das geht alles. So, Klimper, Klimper, Klimper. Sind wir schon so weit? Lange niemand mehr eingeschüchtert, ha, Dale? Also, ja. Aber nochmal zurück zu dieser Ausrüstung. Ich frage mich jetzt, Jethro, wie gut kannst du denn hacken? Wenn wir davon ausgehen, dass diese Sachen alle zur Überwachung dienen und irgendwohin übertragen, könntest du dich da reinhacken? Ich kann es versuchen. Das wäre doch schon mal gut. Also wenn wir
davon ausgehen, dass da was ist und wir diese Daten zur Verfügung hätten und diese Bilder, das wäre doch schon ziemlich hilfreich, oder? Also welche Daten und Bilder meinst du jetzt genau? Na, was in der Polizeistation passiert. Oder ob es überwacht wird und wenn ja, von wem, ob du es zurückverfolgen kannst, wäre ja auch interessant. Genau, ob es da überhaupt Datenströme gibt, ja. Also ich würde ehrlich gesagt sagen, der Hawaii-Typ, selbst wenn er was Übernatürliches ist, umso mehr, das ist ja unser Auftrag, wäre interessant weiter zu verfolgen und eventuell die Rothaarige, die du meintest, von der du mehr weißt und sicherer weißt. Ronan könnte genauso gut noch eine Sackgasse sein. Da haben wir noch nicht wirklich Indizien für, dass das was ist, was wir brauchen. Außer, dass er wahrscheinlich sehr viel Macht hat in dieser Stadt. Ja, also der scheint kein dummes Kerlchen zu sein. Ob der jetzt Macht hat oder nicht, keine Ahnung. Ja. Aber ja, die beiden Dinge wären interessant rauszufinden. Der Hawaii-Typ, wo kommt der her, wo kommt das Equipment her und dann, was ist mit dem Equipment? Ist da irgendwas schon verbaut drin oder so? Cool, 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 cool. Also ihr habt dann morgen schon mal was zu tun und ich auch. Ich werde nämlich dann bei der Polizeistation mal ein bisschen rumhacken. Und wir suchen nach dem Hawaii-Typen. Okay. Jo. Und Dale, tu mir den Gefallen, ja? Keine Polizeieinsätze provozieren. Bitte. Okay. Nichts, was in den Abendnachrichten auftaucht. Ich will dich nicht in den Abendnachrichten sehen. Echt nicht. Jethro, du scheinst ja so eine Art Einschätzung zu haben in dieser Stadt, ja? Ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns darüber verständigen, wer jeweils die Einzelaktion so ein bisschen steuert. Ich votiere für Clara. Weil ich vertraue Dale nicht und ich glaube, dass ich manchmal impulsiver entscheide als Clara. Was soll das denn jetzt heißen hier? Das soll nur heißen, dass du manchmal gerne mit dem Bizeps denkst. Denken? Exakt, ey. Du hast mich verstanden. Ja, also ich kann es probieren. Ich bin jetzt keine besonders erfahrene, nicht erfahren auf diesem Gebiet, aber ja, ehe wir irgendwas anzünden, schon lieber, ja. Und du kennst Dale. Und du warst mit mir jetzt auch gerade unterwegs und du weißt, in welchen Situationen du anders denkst als ich, zumindest wegen des Namens, wenn du meinst, dass sowas wichtig wird. Kann ich mir schon vorstellen, ja. Prinzipiell finde ich es ja nie falsch, irgendwas anzuzünden, aber ich mache es auch nicht immer. Keine Angst. Ja. Muy bien, mein Freund, muy bien. Wisst ihr was? Ich werde wahrscheinlich auch noch was anderes machen. Ich werde euch falsche Identitäten besorgen. Was haltet ihr davon? Nicht viel. Großartig. Aber wenn du jetzt sagst, wir sollen morgen auch noch mal los, du hast uns ja hier jetzt gerade die Sachen über Ronan gegeben, aber wenn wir morgen jetzt nach diesem Hawaii-Hemd suchen, hast du da noch mehr oder holst du da noch mehr für uns? Weil das ist der Plan. Also ich weiß ja jetzt erst seit 10 Minuten von dem. Ich habe das von der Stunde erfahren. Ich will nur nicht mit diesen einen Informationen jetzt jemand anderen suchen und ich will auch nicht einfach spazieren gehen und jemanden suchen oder ein Hawaii-Hemd suchen. Das ergibt durchaus Sinn. Also, und jetzt mal ganz ehrlich, ich vermute ja, der kann hier, ne? Und ich vermute dann, dass der wahrscheinlich auch nachts unterwegs sein wird. Wie können wir uns dagegen schützen? Nicht, dass wir auch einfach dahin gehen, er sagt uns, nee, ich war das nicht, und dann gehen wir wieder. Und hinterher merken wir, oh, der hat uns ausgetrickst. Ich glaube, du hast das mit der Vampirjägerei langsam verstanden. Ja. Wir können ja nicht erst zustechen. Den Raum, wir könnten ihn vorher anzünden. Wir können ja nicht erst zustechen und dann fragen, ob er einer ist. Also in dem Moment halte ich das mit dem Anzünden für gar nicht so dumm. Also wir bauen darauf, dass wir nicht alle drei gleichzeitig unmittelbar vor einem stehen, von dem wir erwarten, dass er einer sein könnte. Alter, keine Ahnung. Ich habe bisher einen Vampir wirklich getroffen und den habe ich sofort abgeknallt. Ja, dann machen wir das auch. Das ist doch mal eine gute Quote, Jethro.
Okay, ich würde sagen, du gehst jetzt wieder in die Recherche und ins Hacken und wir versuchen uns hier die Informationen, die du uns gegeben hast, mal einzuverleiben. Und die Pizza, die du uns gegeben hast, einzuverleiben. Alle Pizza, alle Infos. Vielen Dank. Gegeben. Dankeschön. Viel Erfolg bei der Recherche. Okay. Ja, Jethro, wenn du da hackst, mach doch mal hier meinen Namen nehmen. Moment. Intelligence Technology wäre mein bescheidener Vorschlag. Intelligence Cyberkinese vielleicht eher. Nicht, dass es einen großen Unterschied macht, aber denke mal, dass du für das Polizeirevier die übernatürliche Kraft brauchst. Das waren jetzt, glaube ich, nur drei Würfel, ne? Ein Rouse-Test, den du da gerade gewürfelt hast. Ich glaube nicht, dass aha, das ja. Wir haben doch gar keinen Hunger. Ich hab auf Cyberkinese gedrückt. Ich mache das jetzt trotzdem mal mit Intelligence und Technology, weil ich glaube, der funktioniert anders, der ja. Test, wenn ich auf Cyberkinese würfel. Hier in dem Ding. So, und jetzt? Ist wieder nicht funktioniert. Fünf Würfel hast du gewürfelt. Und fünf Erfolge. Aha. Ja, dann findest du heraus, dass die Firma, von der das Ganze kommt, ist Willis Computer. Und der Lieferant hieß, Moment, zumindest die Unterschrift oder derjenige, der für eingeteilt war, ist Thomas Sullivan Magnum. Aha. Warum überrascht mich das jetzt echt gar nicht? Ich sehe ein laufendes Klischee. Immerhin hat der Typ Humor. Ja. Die Frage ist, was macht der in Texas? Urlaub. Okay. Also ab jetzt halte ich verstärkt Ausschau nach Ferraris, die durch die Stadt fahren. Okay. Dann stelle ich mal eine E-Mail-Anfrage. Mhm. Für die Firma, oder was? Ja, genau. Also ich bestelle mal an eine Adresse meiner Wahl, die nicht ja, die ist, in der ich gerade sitze. Du gehst auf die Homepage von der Firma und die sieht ziemlich neu aufgesetzt aus. Kannst du auch irgendwie so einen Warenkorb füllen oder so? Okay, ja. Kannst machen. Also sieht die so, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ja Erfahrung damit, ja. Sieht die so aus, als hätte ich die aufgesetzt, wenn ich irgendwie was verstecken wollte? Ja. Aber auch so gut gemacht dann auch. Ja, lol. Ja, wenn du auch ein bisschen nachforscht nach der Firma, irgendwie, das ist halt eine Briefkastenfirma. Also. Warum habe ich mir das nicht gedacht? Ich werde trotzdem alles zusammentragen, was ich über diese Firma herausfinden kann, auf einem Dokument und druck das dann auch aus und leg das in mein, das gebe ich ja, rüber. Der Firmeninhaber ist Jonathan Quell Higgins der Dritte. Sagt mir dieser Name was? Ja, das ist der Butler von Magnum. Ja, doch, alles klar, danke. Stimmt. Toll. Jetzt war ich gerade wieder davon weg. Ja, grandios.
Ja, egal. Also ich trage das alles zusammen. Wer weiß, was man davon nochmal gebrauchen kann. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwelche Einzelheiten, die da, die sich da doch noch verraten. Und dann lasse ich da aber auch nochmal einen Algorithmus durchlaufen, durch die Überwachung der Polizeistation, ob man da nicht noch irgendwie mal findet, dass der da schon öfter durchgelaufen ist oder so. Mhm. Ja. Und die anderen wollten jetzt nochmal was machen? Wir sind fleißig und lesen. Genau. Akten, gucken Bilder an, beschäftigen uns mit unserer Literatur. Und der Pizza und der Pistole. Er hat uns ja neue Waffen gegeben in den Schrank. Und dem Feuerzeug. Zusammenbauen, auseinanderbauen, zusammenbauen, auseinanderbauen. Bücher, langweilig. Also ich lese die alle. Okay. Alle und sofort. Okay. Tja, ihr habt sie zum Chef gemacht. Tja. Warum wohl? Dann kann Jethro am folgenden Tag euch mit Informationen füttern. Ja, also die Spur zu dem Computerladen verläuft halt im Nichts. Aber wenn du jetzt was bestellt hast, Jethro, und das irgendwo hin bestellt hast, kannst du diese Lieferung annehmen? Oder könnte irgendjemand diese Lieferung annehmen? Die wird gar nicht bearbeitet, kannst vergessen. Ich wette, dass die Bestellung ja auch nicht aufgegeben worden ist. Die Leute haben das einfach präaktiv oder wie auch immer gebracht. Also es war ja nicht, dass die Polizei gesagt hat, wir brauchen neues Equipment. Da kam jemand hin und hat gesagt, ihr habt hier neues Equipment, lasst mal den Fall fallen. Naja, hätte ja sein können, dass gerade wenn es irgendwie Überwachungszeug ist, dass sie es gar nicht schlecht finden, wenn das überall an so vielen Ecken in der Stadt wie möglich aufgestellt wird. Dann machen sie es nicht von der gleichen Firma vielleicht. Das mag sein. Also, der Coup war ganz gut geplant, bis auf ein Detail. Der Schnäuzer fehlt. Mm. Daher wussten wir, es ist ein Fake, es kann nicht der echte sein. Genau, es kann nicht der echte sein. Aber so ein Mann fällt ja schon auf, ne? Also wenn das sein üblicher Kleidungsstil ist, ich weiß es ja nicht. Vielleicht hat er auch nur ein Hawaii-Hemd angezogen, damit alle sagen, wir suchen nach einem Menschen im Hawaii-Hemd, der hat nie wieder eins an, weil alle nur aufs Hawaii-Hemd achten. Möglich, möglich. Auch das wäre mein Verdacht allerdings, dass wir jetzt kein Hawaii-Hemd suchen brauchen. Aber andere Frage, Jethro, hast du dich irgendwie bei der Polizei reinhacken können? Oder da irgendwie sehen können, ob es da Datenströme gibt? Ja, der Algorithmus läuft noch. Das heißt, du bist beschäftigt, beziehungsweise das dauert noch, was du machen kannst, und wir haben keine Spur. Also wären wir wieder bei der Frau? Geht doch mal bei der vorbei und tut so, als seid ihr die Zeugen Jehovas. So. Willst du brennen? Ist sie in deinen Augen enttarnt, im Sinne von, sie weiß, dass irgendjemand weiß, dass sie Vampir ist? Nö. Okay. Erinnert mich nochmal. Was wissen wir, was diese Frau angeht? Sie ist ein Vampir. Okay. Sie kann mit bloßen Händen. Oder She-Hulk. Sie kann mit bloßen Händen Geldautomaten kleinen hacken. Super. Würde ich auch gern können. Eventuell hatte sie auch ein paar Überstunden mit Mr. Miyagi. Ich weiß es nicht, aber. Auftragen, polieren. Und wissen wir, wo die wohnt? Ja. Okay, also dann gehen wir doch da mal vorbei. Ich will was machen, verdammt. Was soll ich denn hier rumsitzen? Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, gegenüber starke weibliche Wesen von dieser Spezies oder Gattung oder was auch immer helfen auf abgetrennte Türrahmen in Form von Holz oder aus dem Material Holz in Richtung Herz. Ist besser als ein Schuss ins Gesicht. Und auch weniger ekelhaft. Nein, ist schon ekelhaft, aber weniger ekelhaft. Probiert es am besten sicherheitshalber mit beidem.
Kann ich schaden. Klack, und klack. Ist ja auch wieder Sonnenschein jetzt. Das heißt, wir können ein bisschen uns herumtreiben. Und wir wissen aber nicht, wo sie wohnt. Ernsthaft? Doch, ihr wisst, wo sie wohnt. Ihr könnt sie am Tag besuchen und könnt ihr Domizil durchforsten. Stimmt. Und vielleicht greift sie sogar an, dann könnt ihr sie sogar direkt, dann kann sie sich nicht wehren. Oder? Entweder ja, sie ist nicht Papiere da und steht. Tagsüber. Ja. Machen wir das. Super. Es ist noch früher Tag, gehen wir doch hin. Mein Wagen ist fast vollgetankt, wir können los. Dein Wagen. Also wie... Okay, Moment, es ist früher Tag. Was hatten wir denn jetzt gerade? Ich dachte, ich hätte den Tag mit Recherche verbracht. Also ich dachte, es ist der nächste Tag und du hast uns... Ich dachte, wir haben jetzt gerade durcheinander. Sorry, ja. Spielleiter, wo sind wir jetzt gerade? Du müsstest dich entmuten. Du hast ihm am letzten Abend die Infos noch gegeben. Wir können am nächsten Tag los, ja. Okay. Also das heißt, wir haben jetzt quasi, habe ich die Nacht durchgearbeitet und wir haben früh morgens, oder was? Wahrscheinlich, ja. Okay, alles klar. Ja, dann macht ihr das mal. Ich gehe schlafen. Ich habe nämlich die ganze Nacht gearbeitet. Schlaf gut. Guten Tag. Mir stellt sich die Frage, ob irgendeiner der Vampire vielleicht auf deiner Spur ist, Jethro, und wir jemanden zur Bewachung hier lassen sollten. Keine Nicht, Sorge. Okay. Dann schlaf ich gut. Ich habe das alles abgesichert. Und also da müsste man schon sehr viel aushalten, wenn man das, ich verrate keine Details. Je weniger du weißt, desto weniger kannst du eben verraten. Also, ich gucke in dem Schrank, da waren doch auch Pflöcke, wenn ich mich recht entsinne, ne? Dann nehme ich 2-3 Pflöcke irgendwo in die Innentasche von dem Anzug, den wir da hingelegt bekommen haben mit. Und würde natürlich die neue Knarre mitnehmen. Und meine alte Knarre auch. Wir haben doch sicherlich irgendwo eine Sporttasche, die wir jetzt voll machen, finde ich. Ihr habt schon präparierte Rucksäcke bekommen mit Wummen, mit Pflöcken, mit Handys. Dann nehme ich würde nur 2/3 davon mitnehmen. Ich würde auch was da lassen für den Fall, dass irgendwas schief läuft und wir wieder zurück müssen. D'accord. Gute Idee. Ja. Ich weiß Clara, ja nicht, wie schnell Jethro das nachtanken kann. Clara fühlt sich übrigens seit dem letzten Abend irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ist auch schlecht geschlafen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Was denn? Wie schlimm fühle ich mich? So ein bisschen wie durch den Kakao gezogen. Okay. Leichter Anflug von Wettermigräne oder so. Ich will dir jetzt noch nicht zu viel reinlesen, aber ich habe es ja schon mal erlebt, dass ich das spüre, wenn irgendwas in der Nähe ist. Mir geht es heute Morgen nicht so gut und ich habe nicht so gut geschlafen. Es kann sein, dass, ich weiß nicht, ob das heißt, dass irgendwas in der Nähe ist oder so, aber da sollten wir auf jeden Fall drauf achten, wie es mir jetzt weitergeht. Und in der Nähe? Ja, also du erinnerst dich, dass als wir erzählt haben, was wir jeweils so können, ja, dass ich ein bisschen spüren kann. Ich weiß ja nicht, ob das nur bei Vampiren so ist oder bei anderen. Ne? Das ist jetzt nur die eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Mhm. Aber mir geht es einfach nicht gut. Das kann natürlich auch einfach dieses komische Bett sein und die große Umstellung hier. Aber man weiß es nicht. Nur zur Vorsicht. Gib Bescheid, sobald sich irgendwas ändert. Ja. Auch wenn es weniger werden würde, wenn wir wegfahren. Denn das ist ein Zeichen dafür, dass vielleicht doch jemand hier bleiben sollte. Ja. Meint ihr, ich bin in Gefahr? Wenn ich jetzt alleine hier bleibe? Kann doch sein, kann alles sein. Woher sollen wir das wissen? Ihr macht mir gerade ein bisschen Angst. Nein, nein, alles gut. Bestimmt. Mhm. Okay, also viel Spaß. Macht's kalt. Ich gehe dann mal. Und ich öffne sofort die Tür, winke einmal so gehen und knall die Tür zu. Und dann hört ihr relativ zackig dahinterher auch noch einen Türen knallen. Er wird immer so nervös, der Arme. Kaum sagt man einmal, dass sein Leben in Gefahr ist oder man hält ihn einmal für einen Vampir, schon rastet er aus oder so. Kann ich ja nicht nachvollziehen, sowas. Nein, nein.
auch ja, nicht. Ihr kein Verständnis. Warum, der kann euch doch hören. Meine dann, fahrt ihr los am frühen Morgen. Die Sonne ist noch nicht wirklich aufgegangen. Fahrt ihr schon los? Vielleicht noch ein bisschen Kaffee to go oder so? Fahrt ihr mit dem Truck oder mit der Knatterkiste? Ich hätte einen Favoriten. Mein Wagen steht da, einen Block weiter. Wir fahren nicht mit der Knatterkiste. Unauffälligeres Auto gibt's nicht. Niemand würde erwarten, da ist irgendwie eine potenzielle Gefahr in diesem Auto, die auf mich zurollt. Niemand. Und außerdem ist da noch mein Knicklicht. Vielleicht ist die Wohnung verdunkelt. Das letzte Mal, als ich in der Wohnung war von so einem Viech, waren da alle Bretter vor den Fenstern. Es war total dunkel und so. Es kam da kein Licht rein. Das Knitterlicht hat mein Leben gerettet. Ich kann es nicht anders sagen. Dann hol es doch einfach raus. Ja, aber dann sind wir ja eh schon am Auto. Ihr habt übrigens große Hochleistungstaschenlampen in euren Rucksäcken. Ich will mein Knitterlicht. Nur für den Style-Factor. Ich gehe jetzt zu meinem Auto, ob ihr mitkommt, ist mir egal. Wartet ihr hier? Ja, während ihr drei draußen unterwegs seid zu Cyrus' Auto und Jethro in sich in seinem Zimmer eingeschlossen hat, was macht Jethro denn jetzt? Geht er direkt schlafen oder? Also wenn ich jetzt wirklich die ganze Nacht durchgearbeitet habe, werde ich mich jetzt hinhauen, ja. Dann merkst du noch so, als du die ersten Augen geschlossen hast, so, weil du bist ja paranoid. Mach mal Wits und Awareness, gucken, was du merkst. Drei. Dann merkst du, dass sich von deinen Schlössern, die du angebracht hast, das erste anfängt so ein bisschen zu bewegen. Da jemand dran rumbastelt von draußen. Ich vermute, dann werde ich definitiv nicht schlafen. Ja. Wartest ab und es macht so einen Klack. Dann geht es am zweiten Schloss. Shotgun Grappin, ja. Und abwarten. Klack und drittes Schloss. Also ich stehe da jetzt, ich knie da jetzt wirklich so vor der Tür, ne? So mit der fetten Schottwumme und lad nochmal durch zur Sicherheit. Und sobald die Tür aufgeht, ballert es. Ich gehe so ganz in die Ecke, so dass man mich von der Tür aus, so dass ich im Schatten bin, ja, dass kein Licht so, ne? So, weil sonst könnte man mich ja sehen und dann sieht man mich nicht und dann das, ja, das finde ich gut. Dann schwingt die Tür auf. Aber keiner steht da. Ich schieße. Ja, mach mal Dexterity Firearms. Einen Erfolg. Willst du Willpower benutzen, um zum Rerollen? Ja. Was? Zwei Stück kannst du rerollen. Kann ich das hier irgendwie besonders eintragen in dem Ding oder muss ich da jetzt einfach zwei Würfel würfeln? Du kannst unten auf Rufen, nicht Rufen, das gut. Bei Willpower steht das. Willpower Reroll. Dann kannst du zwei eingeben. Ach da, danke. Ein extra Erfolg. Immerhin. Ja, du, ich weiß nicht, wie oft Jethro schon mit der Shotgun geschossen hat. Das heißt, du wirst ja erstmal überrascht von dem Rückstoß wahrscheinlich und verzieht völlig. Und schießt sich selber irgendwie ein dickes Loch in die Wand. Also nicht wirklich komplettes Loch, aber so die Schrotladung geht halt voll in die Wand. Ja.
passiert sonst nichts. Aber was ihr draußen hören könnt, ihr habt ja gerade irgendwie bei Cyrus irgendwie das Knicklicht geholt. Irgendwie aus der Ferne kann man dann, weil ihr habt ja ein paar Blöcke weiter. Und ja, gut, in den USA weiß ich nicht, ob das so besonders ist, aber auf jeden Fall einen Shotgun-Schuss hören. War das bei uns? Könnte sein. Schnell zurück. Ja, auf jeden Fall. Auf nach Hause. Das zusammen mit meinem schlechten Gefühl. Ja. Klack, klack. Also, Moment. Also, die Schlösser sind von innen aufgegangen, ja? Nee, von außen. Also, ich bleib da auf jeden Fall im Schatten hängen und also ich würde jetzt nochmal nachladen und nachdem ich den Rückstoß ja kenne, also sehe ich da irgendwas in der Tür? Nee. Aber es ist schon hell, also da scheint Licht rein, ja? Bald geht die Sonne auf, ich habe ja gesagt. Okay. Wie stehen wir denn auf? Früh. Also ich stehe gar nicht auf, ich wollte gerade ins Bett. Also dann versuche ich mal hier so durch den Raum zu gucken. Vielleicht ist das irgendwie zu schnell gewesen oder so. Ich habe das nicht mitgekriegt. Oh, da, die Viecher können sich... Okay, das Erste, was ich mache, ist, ich renne wild mit der Shotgun um mich schlagend durch den Raum und versuche irgendwas zu treffen. Also nicht, ich versuche natürlich mein Equipment irgendwie nicht zu treffen, aber irgendwie so die freien Stellen. Ich hau da so durch die Gegend, ich muss ja irgendwie raus, also wenn der sich unsichtbar machen kann. Alter Falter! Ja, also wenn die anderen drei zurücklaufen, wenn sie Red Jethro genau so antreffen. Die Tür ist offen und ja, Waffe natürlich gezogen. Die bessere Waffe. Umschauen. Okay, was los? Ich bin nicht so bekloppt, wie es aussieht. Könnte ja jeder sagen. Ist jemand hier? Diese Tür, guckt sie euch an, die hat jemand von außen aufgemacht. Die ist einfach aufgesprungen. Zack, tack, tack. What? Denkst du, das ist noch nicht jemand möglich. Hier? Denkst du, es ist noch jemand hier? Also ich habe hier so dermaßen durch die Wohnung gewütet. Nochmal die Frage an den Spieler, ich hätte definitiv irgendwen oder was getroffen, oder? Aber wenn der die nicht geschickt ausgewichen ist, ja. Ich gucke also er hätte mal, sehr geschickt sein müssen. Ich gucke mal auf die Tür gegenüber, weil wir stehen ja noch so halb an der Tür. Zu. Okay. Clara, wie fühlst du dich? Wie gesagt, anfliegende Migräne. Aber nicht schlimmer geworden. Anscheinend. Clara kann ja auch mal Wits Awareness machen. Geduld, Geduld. Dum, dum, dum. Wow. Das sind viele Würfel und viele Erfolge. Ja. Okay, ja, während sich die anderen beiden unterhalten sich mit Jethro unterhalten, bleibst du vielleicht ein bisschen im Flur stehen und hörst dann irgendwann von unten aus dem Flur irgendwie so ein Scheiße. Guckst dann so dahin und dann kannst nicht wirklich was sehen, aber es ist irgendwie so ein bisschen, wenn du den Film Predator mal gesehen hast, so ein verschwommenes Etwas, was aus der Fausttür rausgehalten. Da war was.
Was heißt war? Da ist was gerade raus. Was hinterher, heißt hinterher. Ihr habt die Wumm, knallt es ab. Es ist ab. Sollen wir jetzt auf die Straße rennen und schießen? Ja! Okay. Brenne! Ja, Dave, willst du einen Feuerstoß hinterher stecken, oder was? Ich finde, wir rennen jetzt raus und gucken, ob wir noch ob, also vielleicht siehst du es ja nochmal irgendwas. Die Treppe runterrennen auf jeden Fall erstmal, ja? Ja. Ja. Entschuldigung. Dann rennt ihr runter, seht den Sonnenaufgang draußen. Waren kein, also ein paar Leute da sind schon draußen unterwegs, aber. Ich schaue mir als erstes die rechte Hälfte an, also Straße runter und dann, bis ich wieder nach vorne gucken würde. Ganz normal der Garten von eurem Haus und dann halt der Weg. Diesem typischen spießigen Gartenzaun. Ja. Ja, dann natürlich nach links, wenn es kein anderer bis dahin gemacht hat, aber ja. Clara, siehst du noch irgendwas? Nee. Okay, geht's mir denn besser? Fühle ich mich anders? Immer noch dasselbe. Ich gucke mal die Wand entlang nach oben. Also hinter mir jetzt, das Haus, nicht, dass irgendwie das Fenster wieder was reingeht oder so. Nee, alle Fenster sind zu. Ja, das heißt ja nicht, dass nichts an der Wand klebt, ne? Ja, an der Wand klebt auch nichts, ne. Gut. Einmal ein bisschen um das Haus rumgehen. An den Ecken besonders vorsichtig, immer so zweimal rumgucken. Einmal mit der Waffe und einmal da mit dem Kopf. Ja, nix. Okay. Während die drei suchen, bestelle ich übers Handy eine Hochsicherheitsschlossvorrichtung. Noch mehr Sicherheit. Zwei, okay. Die anderen auch, wie großzügig. Oder zwei für deine Tür. Das weiß ich noch nicht. Ja. Okay. Also ich weiß ja nicht, ob es jetzt weg ist oder nicht. Mein Gefühl hat sich nicht verändert. Okay. Aber also ich würde jetzt sagen, lass uns in Zukunft nie wieder vor Sonnenaufgang aufbrechen. www.selbstschussanlagen.de Auch das wäre eine Möglichkeit. Naja, aber dann habe ich nachher die Nachbarin von unten abgeknallt. Okay, aber wenn das jetzt irgendwas apropos, war, heißt... da geht jetzt die Tür auf und dann sieht man so mit so Lockenwicklern im Haar, im Morgenmantel die alte Dame. Ich was ist, macht weg. Ihr denn für so einen Krach? Der 4. Juli ist noch nicht. Wird mein Gefühl schlimmer, wenn ich sie sehe? Nein. Schönen guten Morgen. Morgen. Ach, die Herren und wir Damen von der Sekte. Hätte ich mir denken können. Das ist keine Sekte, nur wir haben heute einen religiösen Feiertag, nicht 4. Juli. Ah, da muss man so laut sein, morgens früh. Wo ist denn der nächste Bäcker von hier aus? Back meine Brötchen immer selber. Na, aber sag nicht sowas zu ihr, sonst will die uns wieder essen geben. Die Straße runter. Ich wollte ihr eigentlich Brötchen zur Versöhnung mitbringen, irgendwie morgen oder so, oder? Also, ich wollte ihr was Gutes tun. Ja, könntet ihr dann jetzt bitte los? Ich glaube, wir haben was zu tun. Ich gehe mal so halb das Treppenhaus rauf. Meinst du, das ist richtig? Sollen wir jetzt los oder willst du noch kurz abwarten? Also, bleiben wir bei dem Plan? Also du willst wieder da alleine hier bleiben? Und ich meine, jetzt geht die Sonne ja gerade auf. Also. Können wir uns noch kurz absprechen, was das jetzt war und was wir davon halten? Oder? Ich mache mir da Gedanken drüber.
ihr macht hier. Und genau. Da später such doch mal nach, sieht aus wie aus Predator und sagt Scheiße oder so. Und du könntest dir überlegen, ob du die nächsten Male vielleicht, wenn das erste Schloss aufgeht, schon uns kontaktierst. Ja, warum hast du uns nicht angerufen? Mit dem J-Button. Den habt nur ihr, aber ich glaube, ich werde mir auch einen besorgen. Sehr gut. Bislang bin ich davon ausgegangen, dass ich halbwegs sicher bin. Sag das sieht auch wahnsinnig übermüdet aus jetzt, weil er die ganze Nacht durchgearbeitet. Dann eine geruhsame Zeit dir, falls du Ruhe bekommst. Schlaf gut. Kannst ja noch die Tür mit Panzertape noch extra zutapen. Das hält bestimmt. Oder ein Tacker. Ja. Ein Industrietacker. Ja, mal gucken. Also ich verrammel die Tür auf jeden Fall. Ich mache sie zu und also es sind ja nur die Schlösser auf, ne? Also beziehungsweise, die sind die auch richtig geknackt? Sind die kaputt oder sind die nur aufgeöffnet? Die sind einfach nur geöffnet worden. Wie auch immer. Ja, also wenn die einfach nur geöffnet worden sind, dann mache ich das auch wieder zu und stelle dann noch ganz klassisch einen Schrank davor oder so. Okay. Deathrow allein zu Hause, ja. Das ist der nächste Folgentitel. Wunderbar. Macht jetzt einen Fallen da. Ja. So, ja. Aber das bedeutet doch jetzt eigentlich, dass Schlösser sind anscheinend nutzlos und können auch von außen geöffnet werden. Jedes Schloss kann geöffnet werden. Wenn jemand, wir gehen ja schon wahrscheinlich zum Auto wieder, ne? Mhm. Ja. Wenn jemand einen Geldautomaten aus der Wand reißen kann, kann er auch ein Schloss öffnen. Also, ja, es ist wenn ja jemand so schnell ist, dass wir ihn alle nicht sehen können. Ja, das kommt ja jetzt noch dazu. Aber ich finde, einen Automaten zerhacken ist das eine und durch eine Tür die Schlösser auf der anderen Seite öffnen ist was anderes. Mhm. Schlösser öffnen können auch talentierte Einbrecher. Geldautomaten aus der Wand heben nicht. Was sind das denn für Schlösser? Das sind alles, die auch von außen schließbar sind. Das waren keine Schlösser, nur auf der Innenseite, oder was? Nee, könnte man von außen alle aufmachen. Klar, weil sonst kommt der ja von außen nicht rein, wenn er die mal zugemacht hat. Ja, aber man, es gibt natürlich, warum hat man nicht auch Schlösser, die man nur von innen zumacht? Die Riegel. Die habe ich ja jetzt gerade bestellt. Okay. Ich wollte nur dafür sorgen, dass Jesso noch ein bisschen paranoider wird, als er sowieso schon ist. Toll. Du hast jetzt wirklich echt noch die letzten 2% rausgekitzelt. Ja. Ach, was für ein Tagesanfang. Ja, guck, aber ab jetzt sind wir nicht mehr, ist auch er nicht mehr so gefährdet, wenn jetzt hier, guck mal, wie die Sonne scheint und so. Ach, schön, die Sonne. Super. Blauer Himmel. Mhm. Nur ein paar Chemtrails am Himmel. Ja, bist du bist auch eine richtige Frohnatur hier, Cyrus, ne? Ja, ich habe jetzt mein Licht dabei, alles ist gut. Ich fühle mich viel sicherer, wenn ich das dabei habe. Ja, ich klacker so ein bisschen mit dem Licht. Guck mal, da kann auch die Batterie nicht alle gehen. Hast du auch irgendwas, was keine Geräusche macht? Dein Auto ist scheiße laut, dein Licht ist scheiße laut. Wie mein Auto ist scheiße laut. Wir nehmen nicht dein Auto. Du musst vor allen Dingen nicht so fluchen. Das ist ein großartiges Auto. Das hat mich über die ganze USA hierher gebracht. Ja, und jetzt hat es seinen letzten Dienst getan. So das einfach. Das Klackerlicht hier hat mein Leben gerettet. Ist ein super Licht, nimm mit, aber wir nehmen ein anderes Auto. Nehmen wir halt das andere Auto. Kann ich, weiß nicht. Mein Klackerlicht schon mal aufladen. So, Dale, diesmal fährst du. Okay, mach ich. Also, ihr steigt wir ein. Fahren dann mal zur angegebenen Adresse und wenn ihr euch vom Haus entfernt, geht es Clara ein bisschen besser. Ha, also irgendwas war doch. Und was heißt das? Mir geht es jetzt besser.
als vorhin. Aber es ging, ich habe ja gesehen, dass was verschwunden ist. Aber da ging es mir noch nicht besser. Und jetzt aber schon. Heißt das, es ist noch eine Gefahr dort? Weiß ich nicht. Könnte das heißen? Ja, natürlich kann es das heißen. Ich weiß es nicht. Sollten wir Jethro allein lassen? Vor allen Dingen, wenn er wirklich versuchen wird zu schlafen. Habt ihr gesehen, wie fertig der aussieht? Der hat Augenringe vor anderen Sternen. Ihr fragt, das ist keine gute Idee. Wenn wir vielleicht nochmal durch einen Eimer über einen Block fahren und gucken würden, ob es dir dann wieder bis schlechter geht vom Kopf her. Gute Idee. Also einmal im Block fahren. Aber achte auf die Geschwindigkeitsbegrenzung, bitte. Mir wird schnell schlecht, wenn ich hinten setze und jemand zu schnell fährt. Ja, also wenn ihr euch dem Haus wieder nähert, wird es wieder ein bisschen schlimmer. Nicht viel, aber ein bisschen. Clara, schreibst du Jethro eine Nachricht, dass es am... Also, wir müssen ihn irgendwie warnen. Und so oder so ist er ja letztlich doch offensichtlich enttarnt, ne? Ja. Ja. Auch wenn es Tag ist. Wer sagt, dass diese Viecher nicht auch menschliche Freunde haben, die ähnlich, weiß nicht, mafiös und ähnliche Sachen arbeiten? Die können auch Schlösser öffnen. Das kann ein kompetenter Mensch auch. Wir hatten es ja auch mit einem Ghoul wahrscheinlich zu tun. Die sind auch schon krass drauf. Was ist denn jetzt ein Ghoul? Hast du dein Zeug nicht gelesen? Hast du die Lektüre nicht gelesen? Natürlich habe ich die Lektüre gelesen. Ich wollte nur noch mal sicher gehen, ob du weißt, was ein Ghoul ist. Nämlich? Das ist ein abhängiger Helfer quasi, der mit Vampirblut gestärkt und abhängig gehalten wird. Yeah. Okay, Suchtkrankheiten, das ist... Da kennt sich Cyrus mit aus. Das ist gefährlich. Das ist ein Kreislauf, auf dem man nicht mehr so gut rauskommt. Und das sind sonst normale Menschen, oder was? Das machen Vampire mit Menschen? Ja. Ja, die sorgen nur in der Regel nicht dafür, dass es mir schlecht geht. Zumindest habe ich das so noch nicht erlebt. Hm. Ja, also erstmal eine Nachricht schreiben, würde ich sagen. Und dann müssen wir überlegen, was erhoffen wir denn uns denn jetzt von diesem Ausflug zu dieser Frau? Wenn wir jetzt sagen, wir sind hier irgendwie entdeckt und enttarnt, müssen wir umziehen? Ist es dann Sinn, oder wenn wir unter Beobachtung stehen und uns auf den Weg dahin machen, laufen wir in eine Falle? Oder, also, wer beobachtet uns alles? Mhm. Müssen wir, wenn uns hier irgendwie jemand auf der Spur ist, auch andere ein bisschen ärgern und da an dem anderen Haus vielleicht mal irgendwie die Bretter vorm Fenster wegsprengen und wieder weglaufen? Keine Ahnung. Kann man ja auch machen. Also, ich würde vermuten, Jethro hat bis heute Abend eine Idee, ob wir umziehen müssen oder nicht. Wir müssen nur überlegen, ob jemand in der Nähe von Jethro bleibt bis dahin und ob es nicht zu spät ist bis dahin. Genau, ich wollte sagen, wenn er tot ist, dann liegen ja. Aber das würde ich tatsächlich als in Anführungsstrichen nicht unsere Sorge betrachten, das mit dem Umziehen. Da wird der junge Mann paranoid genug sein, um 100.000 Alternativadressen zu haben für uns und auch einen Weg, wie wir dorthin kommen, ohne beobachtet zu werden. Das hoffe ich jetzt einfach. Was ich denke ist, wir könnten zu der Frau fahren, zumindest zwei von uns, und dort untersuchen, ob wir Hinweise finden, weil wahrscheinlich werden wir sie nicht antreffen, es ist Tag. Aber wir könnten auf jeden Fall da hingehen und gucken, ob irgendwelche Sachen kommen mit dem Magnum oder mit Ronan oder mit was auch immer Jethro enttarnt hat. Aber ich würde tatsächlich mich wohler fühlen, wenn irgendjemand in unserer Wohnung jetzt ist für den Tag. Soll ich bei Jethro bleiben? Du kannst besser ermitteln, ich kann im Zweifelsfall besser unseren Jethro verteidigen. Kamehameha machen. Wenn du meinst, dass du das gut kannst, dann ist das wahrscheinlich richtig. Ob ich gut besser ermitteln kann als du, kann ich dir nicht versprechen, aber wir können es versuchen. Du kannst dieses Gegenstände anfassen und Visionen haben, Ding.
was voll abgefahren ist. Und ich kann Gegenstände anfassen und dann brennen sie halt im Zweifelsfall. Ja, also ich kann Leuten, glaube ich, ein bisschen besser wehtun. Ja. Aber Jethro hat gesagt, du sollst nicht in geschlossenen Räumen Feuer machen. Also versuche es außerhalb. Das wäre jetzt meine Bitte. Kannst du dich so verhalten, dass er nicht total wahnsinnig wird? Na klar. Ich kann im Zweifelsfall auch mich ordentlich prügeln oder so und jemanden richtig verhauen. Okay. Also ich muss nicht alles abbrennen, um hier irgendwen zu verteidigen. Was sagst du, Clara? Wie sollen wir es machen, so? Oder anders? Du musst dich denn muten. Ja, ich habe es gemerkt. Jethro schreibt mir, es wäre ja Tag und wir müssten ihn nicht beschützen. Aber Ghule können am Tag rumlaufen, oder nicht? Und die sind stärker als Menschen, oder nicht? Ja. Können. Müssen nicht, können. Genau, also ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, dass er trotz seiner Paranoia da jetzt so einen auf Alleingänger macht, aber vielleicht wird ihm das auch gerade einfach alles zu viel mit uns. Ich fände es eigentlich schon gut, wenn wir uns aufteilen. Ich würde sagen, dein Gefühl, da scheint ja was dran zu sein. Das habe ich jetzt auch bemerkt. Und wenn das immer noch in der Nähe des Hauses ist... Ja. Das ist noch da. Aber wie gesagt, es ist ja kein Geigerzähler oder kein exaktes Messwerk oder so, dass ich jetzt irgendwie schon 100 Pro herrschen würde oder so. Jethro kann mal Composure Resolve würfeln. Das sind zwei Attribute, ne? Ja. Okay. Ah, da. Und Resolve. Gut. Getan. Das sieht doch gut aus. Ja, dann schaffst du es auch noch ein bisschen gegen jetzt die aufkeimende Panik anzukommen, wenn du die Nachricht liest und so. Aber irgendwie so trotzdem die Müdigkeit übermannt dich schon so ein bisschen. Ja, die anderen drei oder zwei, wie macht das jetzt? Drei oder zwei? Dale bleibt hier. Ich bleibe hier. Okay, Cyrus und Clara fahren zu dem Haus, zu der Adresse, die Jethro ihnen genannt hat. Das ist so ein Viertel, wo so Bungalows stehen, so große Bungalows, wo das Bungalow in so vier Hälften geteilt ist und jeder, also in vier Viertel geteilt ist. Und jedes Viertel davon ist halt so ein eigener Wohnbereich mit einem kleinen Garten davor noch und so. Und eine Hausnummer davon ist halt die Jethro euch genannt hat. Und macht ihr das jetzt? Parkt ihr vor der Tür, Straße weiter oder wie macht ihr das? Straße weiter, klingt gut. Und dann gehen wir mal zu Fuß los. Ich hatte euch doch auch mal die Karte geschickt, ne? Die Karte, ne? Lang ist es her, aber ja. Habt ihr die noch? Die muss sehr weit oben im Chat sein. Nee, die hast du nicht in den Chat geschrieben, die hast du auf Discord gehabt. Na, du bist ja nicht gerade dienstverflissen. Ja. Hast du die auf Festplatte? Hast du die ausgedruckt? Die ist hier im Skype-Chat, wenn ihr hochgeht. Die hab ich runtergeladen und mir an die Wand gehangen, natürlich. Und dann den PC gelöscht, wo es drauf war. Ne? Den PC aus dem Fenster geworfen, wo es drauf war. Verbrannt, das wird Dale besonders gefallen. Ja. Nee, jetzt habe ich sie auch, ja. Okay, dann kann ich euch jetzt gerade mal sagen, wo das ist. Und... Da
ist. Doch da. Lamar Street, Ecke West 5th Street. West 5th Street habe ich gefunden. Lamar Street. Ach, da oben, oben links, nordwestlich, wie der Profi sagt, ne? Mhm. Okay. So, 5 Blöcke vom Park entfernt. Ja. Ja, dann packen wir so einen halben Block weiter, ne? Mhm. Handbremse ziehen, Lenkradschloss einrasten lassen. Und dann? Ja, aussteigen, hingehen erstmal. Und das Haus einmal von außen wahrnehmen, im Sinne von Licht, Vorhänge vor, Bretter vor, verwahrlost, sieht es normal ja, aus? Ja, das sieht halt ja, bewohnt aus, würdest du sagen. Also alle 4 Bungalow-Viertel sehen halbwegs bewohnt aus. Der Garten von dem einen ist halt ein bisschen nicht so neu, ein bisschen verwahrloster. Das ist auch die Hausnummer, wo Jethro euch hingeschickt hat. Und da sind auch die Fensterläden geschlossen. Bei den anderen sind sie gerade offen. Steht ein Name auf dem Briefkasten? Die sind ja meistens draußen am Zaun. Name auf dem Briefkasten. Moment hier. Vielleicht kann der Kakko ist doch gerade im Chat, der kann es doch mal schreiben, ob er Namen da drauf geschrieben hat. Im Briefkasten. Blöde Frage zwischendurch. Das ist über einen Konflikt. Von unserer Wohnung weg, sehe ich das richtig? Verrat nichts. Eure Wohnung ist Leon X Second oder irgendwie sowas, ne? Genau, das ist drei Blocks weg, ja. Ich hoffe, dass der Kakko noch. Und wir parken einen Block entfernt. Also, wie viele 100 Meter von uns weg? Ja, das sind halt schon große Wohnblöcke, ne? Also, das heißt, wir parken einen halben Block. Die Straße runter oder so. Aber Amis fahren wirklich so gekommen, so, ja, ja. So Wege mit dem Auto. Habe ich mir sagen lassen. Nicht, dass ich das schon mal gesehen hätte, weil ich war noch nie in Amiland, aber. So, hier, Akku ist anscheinend nicht mehr im Chat. Wenn man ihn einmal braucht, dann mache ich das jetzt. Einmal! Moment. Aber der hat bestimmt so ein Home Sweet Home, so eine Home Sweet Home Fußmatte oder so. Oder, ja, garantiert, oder, ja. Komm herein, bring Glück mit rein oder so. Ja, ja, ja. Sowas auf jeden Fall. Muss ich nur. Neben den Balkonkästen mit den Stiefeln. Dann steht da Warren auf dem Briefkasten. Warren. Okay. Und sind die Fenster vernagelt? Nee, aber die Fensterläden sind zu. Und das ist halt eine Fußmatte mit wirklich so rein, bring Glück herein. Blümchen drauf. Klingt nach einer Aufforderung. Während wir noch so ein bisschen auf der anderen Straßenseite oder was auch immer wieder sind, also wir gehen ja so einmal rauf und runter, genau, Knarre ziehen, durchladen, nein. Clara, wie meinst du, gehen wir vor? Mehr mit offensiv der Tür gegenüber oder mehr mit höflich und klingeln? Was hältst du für sinnvoller? Weil ich kann keine Schlösser öffnen. Ich bin kein Ghoul. Sind diese Fensterläden außen? Ja. Sind es so Holzfensterläden? Ja. Könnten wir die nicht so mit so Mini-Mini-Springsätzen abmachen? What? Wieso sollte man sie einfach aufstemmen? What? What? Haben wir so winzige Kaugummi-Springsätze? Natürlich. Ja, die haben. Jethro hat euch alles besorgt, aber sowas jetzt nicht. Oder?
Also du bist nicht für Klingeln, höre ich daraus, ja? Aber ich würde erst mal sagen, wir machen es hell, oder? Hättet ihr mich mal mitgenommen, da könnte es richtig hell werden. Können wir das Haus jetzt schon brennen? Vier Wohnungen anzünden. Aber so Mini-Springsätze, die nicht viel kaputt machen, außer die Fenster leben ab. Da finde ich gut. Wir können auch versuchen, einen der Fensterläden, wenn er denn auf ungefähr Erdgeschosshöhe ist, aufzubrechen, oder nicht? Ist das leiser oder lauter, als wenn wir gegen die Tür treten? Wie aufbrechen? Das sind das so Klappteile oder was? Ich will, dass die aus den Halterungen einfach fallen und nicht mehr zuzumachen sind. Tja. Weißt du was? Wir können einmal gucken, ob einer der Fensterläden vielleicht nicht gar so verriegelt ist und wir ihn einfach mit Händen öffnen können, ja? Die sind alle oder, gut zu. Oder aus den Scharnieren raushängen können oder so etwas. Wenn du magst, hängen sie aus den Scharnieren raus, wenn das geht. Ich gucke mich mal gerade um, wie viele Leute so, da geht ja wahrscheinlich kein Mensch lang, ne? Ich finde, man hat schneller irgendwie die Sachen dahin gesteckt und kann dann von weit weg. Also sie sind alle sehr stabil und auch zu, also vernünftig zu. Okay. Na, guck. Ah. Dann möglichst... Ah, ich guck mal unter die Home-Sweet-Home-Matte, ob da ein Schlüssel ist. Aber ich will doch noch gar nicht rein. Ich möchte erst Licht anmachen und dann können wir klingeln und sagen, Entschuldigung, Ihre Fensterläden sind gerade runtergefallen. Was denn da los? Ja, denn das ist der Inbegriff von unauffällig. Aber klar, können wir machen. Aber nein, es ist kein Schlüssel unter der Fußmatte. Also ich habe keinen Sprengsatz dabei und die Fensterläden scheinen einigermaßen dicht zu sein, ohne Waffengewalt. Oder Werkzeug würden wir die nicht abbekommen, vermutlich. Hier haben wir jetzt doch keine Jethro, oder was? Nein, nein. Keinen C4-Sprengsatz, nein. Nein, so Kaugummi-Sprengsatz. Ja, das wäre das ja. Also nein, ich bin paranoid. Ich würde niemals jemandem, den ich noch nicht kenne, in irgendeiner Form Sprengstoff in den Rucksack packen. Anders als aber natürlich fette Waffen. Eventuell mache ich das zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich euch loswerden möchte. Oh oh. Was meint ihr, was in der Pizza drin war? Ja. Die ist ein bisschen komisch geschmeckt. Ich vermute, hilf mir mal gerade, Schlösser öffnen würde eher laufen, wahrscheinlich ist das Larceny? Nee, ne? Ja, Larceny, ja. Am ehesten, ne? Ja. Das kann ich nicht. Schlösser öffnen. Also sprich, ich käme ausschließlich da rein, indem wir das Schloss aufschießen. Und das ist nicht unbedingt leise. Und hier laufen zwar gerade nicht unbedingt Leute rum, aber jeder in den Nachbarhäusern würde es hören. Andere Frage ist, ob sie interessiert, aber ja. Ja, ja. Siehst du eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen anders? Ich jetzt nicht. Aber wir könnten auch erst Dale mal fragen. An einer anderen Wohnung klingeln und fragen, ob ihre Nachbarin daheim ist. Oder also die unauffällig ausfragen über diese Nachbarin. Oder okay, die. Dann haben wir sichergestellt, dass wir diese Tür nicht mehr öffnen können, ohne dass jemand aus der Nachbarschaft darüber Bescheid weiß und das mit uns in Verbindung bringen kann. Ihr seht, lieber Chat, eine ganz normale geschlossene Tür ist ein unüberwindbares Hindernis. Ja, ja. Also ich bin ehrlich gesagt dafür, dass ganz gleich der Tageszeit wir unauffällig diese Tür versuchen aufzuballern. Wenn wir schon bereit sind, dass wir alles machen, was wir eben besprochen haben, dann ist das noch das geringste Risiko. Den üblichen Aber Trick dann, durch ein also Kissen warum schießen. Dann nicht erst klingeln? Also ja, gut. Ist das eine Warnung oder? Naja, wenn da drin das ist, was wir denken, was es ist, wird es auch auf eine Klingel nicht reagieren und auch nicht anders agieren, vermutlich, oder? Okay. Also klingeln wir erst. Nee, ich hatte das mehr als Argument jetzt gehört, das nicht zu tun.
Okay, dann nicht. Klingeln wird vollkommen überbewertet. Also schießt ihr das Ding jetzt auf, ohne irgendwelche Vorkehrungen, einfach nur so? Warte mal. Nein. Wir sollten uns auf... In meine Anzugjacke drücke die gegen das, ungefähr da, wo das Scharnier sein müsste, bei dem Schloss. Halte meine Anzugjacke davor, drücke den Lauf der Pistole unmittelbar da drauf, dass es so eine Art Schallschutz im weitesten Sinne zumindest gibt. Also, dass man es nicht von so weit hört, die Kugel oder die Patrone, und würde dann durch die Jacke in das Schloss schießen, also seitlich ans Scharnier. Wenn du das tun würdest, würde ich noch überlegen, ob wir mit Gegenmaßnahmen von der Innenseite rechnen oder irgendwelchen Fallen oder so. So, Jacke ist positioniert und ist er soweit? 3, 2. So, aber du läufst nicht direkt rein. Okay. Mach deine Taschenlampe schon an. Klacker, klacker, klacker. Die ist an. Deine schöne Taschenlampe, nicht dein Klackerteil. Was, wenn die Batterie alle geht? Ja, die wird alle gehen, wenn du es nie anmachst. Mach doch mal, Cyrus, hier Dexterity Firearms, nur um sicherzustellen, dass das vernünftig geschossen ist und keinen Querschläger gibt. Ja, schauen wir mal, was passiert, ne? Hey, ich kann auf ein wehrloses Schloss schießen. 4 Erfolge, Leute. Sollte reichen für ein Schloss. Wehrlos. Keine Chance. Ja, es gibt einen etwas nicht so lauteren Knall wie sonst, aber immer noch einen lauten Knall. Und das Schloss ist kaputt. Ja, Tür Waffe wieder wegpacken, also so in die nicht vorhandene Jacke, also an die Hüfte. Und Jacke... Jacke wieder an. Nee, die hat jetzt ein leichtes Schussloch. Oder 3 oder 4. Über die Schulter werfen und Tür aufmachen langsam. Und mit der Waffe dann wieder sichtbar werden. Ja. Nur so weit, dass 2 Menschen durch, also ein Mensch nacheinander durchpasst. Ja. Da die Sonne hinter dem Haus steht, kommt relativ wenig Licht in das Zimmer rein. Also es kommt schon ein bisschen Licht durch den Türschlitz mit rein. Was du jetzt so sehen kannst, ist halt eine halbwegs normal eingerichtete, große, ja, so 2-3 Zimmerwohnung wahrscheinlich. Also siehst du auf jeden Fall eine Tür, kann irgendwie eine Badezimmertür oder eine Tür zu einem weiteren Raum sein. Siehst du irgendwie so eine Einbauküche im hinteren Bereich, so ein Sofa und einen großen Kratzbaum für Katzen. Gleich sympathischer. Sind da irgendwo, guck mal unten, ob Schnüre sind und so. Ich guck mal unten, ob irgendwelche Trittfallen sind. Okay. Ich zeige auf den Lichtschalter. Ich würde den Lichtschalter anmachen. Ja, dann kannst du jetzt mehr sehen. Weil, wie gesagt, ein großes Wohnzimmer. Ich würde das einmal mit der Knarre absuchen. Also während ich da hingucke, auch mit der Knarre absuchen. Nicht, dass relativ irgendwie spärlich eingerichtet. Die Couch ist auffällig zerkratzt. Katze? Sehr große Katze. Das sind jetzt keine übernatürlich krassen Klauenspuren, aber sie ist halt zerkratzt. Ja. Du hast keine Polizeiakte, hast du gesagt, ne? Ja. Also nein. Das ist gut. Also wenn jemand Gegenstände berühren sollte, bis wir sicher sind, was wir hier haben, solltest du das sein. Wir könnten natürlich auch total verwegen. Yes, problem. Haben wir Handschuhe im Koffer, im Rucksack? Yes. Okay, dann Handschuhe ist vielleicht sogar noch... Vielleicht solltest du mal definieren, was da alles drin ist. Vielleicht schreibst du, was ja gerade nichts zu tun, schreib da einfach mal auf, was da alles drin ist. Handschuhe.
Dann würde ich vielleicht sogar Handschuhe nehmen. Wer weiß. Ja, mach das mal. Erstmal in diesem Raum. So, und noch an den Wänden nach außen hin so ein bisschen lang gehen. Also, dass ich nicht meinen Rücken gegenüber einer Tür erstmal drehe. Genau, und ehe wir hier viel anfassen, will ich einfach mal alle Räume schnell mal gucken. Das Mobiliar sieht ziemlich zusammengeschust, also zusammengesucht aus, so ein bisschen wie so eine Studentenbude. Hm. Und der Fernseher ist auch schon ein etwas älteres Modell. Ja, auch wenn zerkratzt. Clara durch die Tür geht, kommt sie in so einen Schlafzimmerbereich mit einem großen Doppelbett. Das Fenster vom Schlafzimmer ist von innen auch nochmal mit einem dicken Vorhang zugehangen. Und irgendwie richtig mit so Tape an der Wand festgeklebt, sodass die ganzen Ritzen irgendwie zu sind. Und dann geht noch eine weitere Tür. Und wenn du die auch noch aufmachst, ist da ein Badezimmer. Ich würde ihr hinterhergehen und so ein bisschen den Rücken dabei decken, also dass ich in die jeweils andere Richtung gucke als sie. Clara sieht, dass der Kleiderschrank offen steht und da liegen jetzt noch so ein paar Klamotten drin, aber es ist halt ausgeräumt, mehr oder weniger. Du findest sowohl Männer, also Männerhemden, so ein Karo Holzfällerhemd, das da noch hängt und auch so ein Kleid wirst du da noch sehen. So ein Sommerkleid, das auch irgendwo am Bügel hängt. Okay, also hier haben ein oder zwei Leute gewohnt. Und anscheinend tun sie das nicht mehr. Ist das Bett gemacht? Zerwühlt. Zerwühlt. Also nicht gemacht. Also, auffällig viele Katzenhaare hier. Wo ist die Katze? Das ist eine gute Frage. Ja, wenn Cyrus drüben in der Küche sieht, er auch zwei Fressnäpfe oder so. Mhm. Und du findest im Schrank auch Katzenfutter, allerdings sonst nichts an Essbarem. Okay. Das würde ja ins Profil passen. Denke ich mir nebenbei und suche weiter, ob ich irgendwo gekühlt zum Beispiel Blut finde, ganz klischeehaft oder etwas dergleichen. Also es gibt einen Kühlschrank, aber da ist nur eine geöffnete Katzenfutterdose drin. Mhm. Gibt es irgendetwas, was aussieht wie, weiß nicht, Bücher, Ordner, ein Rechner oder ist da wirklich nur eine Couch und ein Fernseher? Da sind Bücher drin, allerdings nicht sonderlich viele. Also das ist irgendwie entweder der hier gewohnt hat nicht viel auf Literatur gegeben wahrscheinlich. Thematisch? Home Improvement? Das sind eher so diese typischen Dinger, die man halt irgendwie die so gut aussehen im Regal. Okay. Ein paar Biologiebücher sind dabei. In der Tat. Handyfotos von machen? Von dem Buchrücken? Also so besonders so halt die Tierwelt der USA und so. Mhm. Insgesamt auch von der Couch, dem Fernseher und so. Also so insgesamt im Raum so ein bisschen Handyfotos machen, damit Jethro einen Eindruck davon kriegt. Vielleicht fällt ihm was auf. Und ich würde jetzt mal sagen, wir räumen so ein bisschen auf, im Sinne von, wir entfernen die Vorhänge, die getapten und machen es ein bisschen heller. Warum? Ich meine, wir sind nicht unauffällig, die Tür ist eingeschossen, wir treffen uns wieder im Hauptraum wahrscheinlich, ne? Die Tür ist eingeschossen, jeder wird sehen, dass wir hier drin waren, dem diese Wohnung gehört. Genau, deswegen können wir es ruhig ein bisschen heller machen. Aber wenn wir es heller machen, wirken wir auf keinen Fall mehr wie ordinäre Einbrecher im besten Fall, sondern dann weiß jeder, der hier wohnt, dass wir genau deshalb hier sind, warum wir hier sind. Wollen wir das? Du glaubst, man wahrscheinlich vermutet das eh schon jeder. Ordinäre Einbrecher bei dieser Wohnung? Naja, das ist zumindest eine Option, die dann noch da wäre.
so weiß man hundertprozentig, dass wir auf der Suche nach genau dem sind, was wir sind. Naja, wir können ja auch sonst ein bisschen Unordnung machen, wenn dich das beruhigen würde. Ja, bitte gerne. Nur zu. Kannst ja das Sofa mal auf die andere Seite legen oder so. Ja, warum nicht? Gucken wir mal unter die Sofakissen, ob da irgendwie Geld ist. Ich schmeiß mal die Sofakissen runter. Sind da 50 Cent und Kaugummi oder sowas? Nee, kein Kaugummi. Denke auch keine 50 Cent, nee. Nee. Okay. Nee. Ja. Wir können auch ein bisschen Katzenfutter mal zerstreuen. Können ja das gucken. Ist überhaupt die Frage. Hast du die Katze bei dir drüben gesehen? Ich habe keine Katze gesehen. Nein, hier ist keine Katze. Deswegen, also die Kleidung ist ja eine Sache, aber dass keine Katze mehr hier ist, würde ich sagen, die Katze ist umgezogen. Das Katzenfutter sah relativ, ist das Nassfutter oder Trockenfutter? Sowohl als auch. Ist das Nassfutter schon total I und Fliegen oder ist das Nassfutter noch so einigermaßen? Also das, was im Kühlschrank steht, ist Nassfutter und das ist noch, ja, steht vielleicht ein Tag drin oder so. Okay. Ist auch schön mit Folie abgedeckt und so. Ja. Also das Nassfutter im Kühlschrank für die Katze sagt, dass die Katze noch nicht lange umgezogen ist. Ja. Wenn. Und das Katzenfutter scheint auf jeden Fall eine der letzten Sachen gewesen zu sein, die in der Küche berührt worden sind. Also von daher. Willst du mal probieren? Könnte ich das ausprobieren? Gibt es irgendwas im Schlafzimmer, was auffälliger ist? Naja, es gibt noch diese zwei Kleidungsstücke. Es gibt das Bett, wo man auch keine Finger hat. Willst du wissen, was da drin passiert ist? Will ich das wissen? Ich glaube, das Katzenfutter finde ich noch spannender. Jetzt wird's unangenehm. Jetzt erst? Jetzt entdeckt Cyrus erst die Möglichkeiten seiner Fähigkeiten. Geh doch schon mal vor. Nein. Ich gehe zum Katzenfutter am Kühlschrank und der Folie und würde das mal versuchen zu erfühlen, ob es damit mal deinen Wurf dafür an wesentlichen Momenten damit auf sich hatte. Das ist wieder mein halb geschummelter Wurf. Die Zahlen, die da stehen, sind richtig. Die Werte, die da stehen, sind willkürlich. Vier Erfolge. Genau. Könntest drei rerollen mit Willpower, wenn du möchtest. Das wäre es mir fast sogar wert. Könntest sogar einen Crit machen dann damit, ja. Wie würde ich das machen? Ich habe eben nicht Willpower aufgepasst, wo das war. Da muss ich auf... Bei Willpower ist so ein Button. Reroll und dann steht Reroll Dice 3, ne? Mhm. Oder wie viel? Ja, 3. 3 ist möglich, ja. 3 ist möglich, ja. Ein Erfolg mehr. Ja, 5 aus 7. Genau. Muss ich mir da irgendwo Willpower jetzt was wegstreichen? Ja, ist ein Willpower weg, ja. Wenn man das benutzt. Okay. Gut. Und ich glaube, wir hatten uns ja auch gesagt, dass eure Kräfte ziehen ja auch in der Willpower weg, ne? Ist das so? Ich meine, wir hätten uns da drauf geeinigt. Setzt du jetzt 2 Willpower-Punkte weg. Okay, auch gut. Nehmen wir weg. Gut. Hast du eigentlich eben auch schon, oder, also erzähl gleich mal, aber du hast ja auch schon das Sofa angefasst, da will ich gleich auch nochmal wissen, was da war. Nee, das habe ich nicht. Angefasst oder war nichts? Ja, nicht mit der Kraft zumindest. Nicht mit einem Hintergedanken. Wäre natürlich noch eine Möglichkeit auch. Okay, dann vertieft sich Cyrus wieder in seinen tranceartigen Zustand. Hat Clever ja inzwischen schon mal gesehen, wie das aussieht. Ja, die Farbe wird wieder irgendwie grau und geht wieder komplett aus der Welt hinaus und das wirkt für Cyrus, kennt er ja inzwischen auch schon ein bisschen besser. Wie eine Parallelwelt, in die er da eintaucht und die Zeit dreht sich so ein bisschen zurück. Und was möchtest du denn jetzt von dem Katzenfutter wissen? Ich möchte schon immer mal sagen. Was wolltest du von dem Katzenfutter wissen? Ich wollte nur deswegen das Katzenfutter.
Mich interessiert im Grunde zweierlei. Als erstes, wer hat das da reingetan? Wer bin ich, der ich dieses Katzenfutter berührt habe? Bin ich diese rothaarige Person, die mir Jethro beschrieben hat und wovon ich von der ich das Bild gesehen habe? Im Idealfall kriege ich ein Zeitfenster visualisiert. Und mich interessiert in der Tat, vielleicht gibt es daraus noch einen Nebenwert, der daraus kommt. Wo ist die Katze jetzt? Okay, also erstmal siehst du... Also wenn ich etwas verfolgen würde, dann würde ich in Richtung Gegenwart würde ich die Katze versuchen zu verfolgen. Ja, in der Tat siehst du zwei Katzen. Hm? Eine Katze ist ein richtig dicker, fetter Kater, so Garfield-ähnlich. Mhm. Und der andere, von dem habe ich sogar, glaube ich, ein Bild. Das noch? Also von dem Dicken habe ich kein Bild. Aber von dem anderen, glaube ich. Warte mal. Ja. Alleine das finde ich schon überraschend, okay? Ja. Und eine getigerte, dünnere Katze. Du siehst, wie ich in meiner Trance lächle. Ja, und die Person, die da gerade das Katzenfutter austeilt und der dickere Kater ist der wesentlich agilere, wenn es da... genau, danke. Jetzt haben wir noch ein Bild von dem anderen. ja. Der ist wesentlich agiler, wenn es darum geht, verdrängt den dünneren weg. Die Person, die das Katzenfutter austeilt, ist nicht die Frau, die er schon mal gesehen hat. Die kannst du allerdings auch in der Vision sehen. Die steht irgendwie im Hintergrund. Aber das ist ein Mann, der das macht. Bärtig. Alter ist schwer zu schätzen. Ich habe auch ein Bild von dem. Wo ist er? Da. In so einem Karohemd. Macht einen freundlichen Gesichtsausdruck. Scheint den Katzen irgendwie zuzureden. Was er sagt, kannst du nicht verhören, aber er scheint den irgendwie so beruhigend zuzureden. Und irgendwie dafür zu sorgen, dass die dünnere Katze auch vielleicht sogar ein bisschen mehr kriegt als die dickere Katze. Mhm. Ja, und dann, als die Katzen sich weiter streiten, kommt die Frau dazu und hebt die dickere Katze auf, sodass sie auf dem Arm ist, damit die dünnere Katze was kriegt. Kann ich irgendwas erfühlen, erahnen, was mit den Katzen momentan ist? Oder bricht das dann ab? Du siehst irgendwie im Hintergrund vielleicht so Katzenboxen zum Transport. Mhm. Okay. Das ist schon mal ein Hinweis. Sehr gut. Okay. Ah, zwei Katzen. Okay. Und was noch interessanter ist, zwei Menschen, Lebewesen, zwei Humanoide. Personen. Ja, sagen wir Personen. Also für Jethro ist es ja für Cyrus ist es ja, der hat ja bis jetzt immer nur diese Monster gesehen. Ja. Wenn das Vampire sind, dann war das eine ziemlich menschliche Szene gerade. Ja. Und vor allen Dingen auch die Handlungen waren ja sehr menschlich, ne? Also im Grunde von Fürsorge und eher ja nicht Survival of the Fittest, sondern das genaue Gegenteil. Also was ich gesehen habe, sind zwei Personen, die sahen absolut menschlich aus. Die eine ist schon die rothaarige Frau wahrscheinlich, würde ich sagen. Die sieht ja sehr, sehr ähnlich. Das andere war ein Mann mit einem sehr vollen Bart, ein Karohemd, ein recht sympathisches Aussehen. Zwischen 30, 40 irgendwo so die Ecke, kann man schwer einschätzen. Und das ist mit so einem Vollbart immer schwierig, ja. Ja, eben. Und die haben die Katzen gefüttert. Eine ist eine eher korpulentere Katze, eine ist eine eher dünnere Katze. Und die haben sich Mühe gegeben, dass die dünnere genug zu essen bekommt. Im Hintergrund waren Katzentransporter, was darauf vielleicht hindeutet, dass die wirklich vor sehr kurzer Zeit aufgebrochen sind. Und zwar sehr hektisch, weil sonst wäre das Katzenfutter nicht mehr hier. Ausgleichende Gerechtigkeit für Katzen.
Aber das wirkt wenig nach Monstern. Würden sich Monster darum kümmern, dass es der schwächeren Katze gut geht? Also ich würde jetzt irgendwie nicht versuchen, die eine kleine Szene so groß zu interpretieren, sondern versuchen, so viele Informationen wie möglich zu kriegen. Bist du bereit für Sofa oder Bett oder Kleidung? Ich weiß nicht, wie oft ich das hintereinander versuchen kann, aber ich kann es versuchen nicht. Zumindest. Ja. Das will ich mich übrigens dadurch, eigentlich... Dadurch, dass es halt Willpower kostet, wird es halt auch irgendwie irgendwann halt auch anstrengend, ne? Eben. Ich glaube, einmal würde ich es noch ganz entspannt hinkriegen, danach habe ich ordentlich Kopfschmerzen. Ja, wo denn? Am Bett oder an dem Sofa? Ja, ich sag das Clara, vielleicht hat sie einen Favoriten. Eher Bett, Kleidung oder Sofa werden jetzt noch von dir vorgeschlagen. Also Kleidung ist im Zweifelsfall nah am Körper, falls das hilft. Während Sofa vielleicht ein Gegenstand ist, an dem vielleicht unbeabsichtigt eher was bleibt. Ja. Der Fernseher wäre auch noch eine Möglichkeit, ne? Weil beim Fernsehen unterhält man sich über Blödsinnigkeiten. Der Anknopf. Oder gibt es eine Fernbedienung? Klar. Im 2019. Nein. Aber sie ist offensichtlich da geblieben. Sie ist nicht in den Rucksack mit wichtigen Dingen beim Umzug gewandert. Nee. Also, was soll es sein? Es ist deine Gabe. Also, die Entscheidung würde ich dir überlassen. Aber... Das sind meine Überlegungen dazu. Intuitiv würde ich sagen, etwas, was ein Mensch bewusst berührt hat, bei dem er unbewusst irgendwelche Sachen macht, ist eine Fernbedienung. Okay. Ich würde es mit der Fernbedienung versuchen, zumal ich die auch beim Sitzen auf der Couch am besten berühren kann. Also da falle ich nicht bei um und habe Schmerzen, wenn ich auf der Seite liege und es schief läuft oder so. Okay. Ja, würde ich mal die Fernbedienung in die Hand nehmen, mich auf die Couch setzen und mich konzentrieren. Soll ich wuffeln? Aber sicher. Juhu! Drei Erfolge. Ein Willpower kann ich ja noch machen. Dann darf ich wieder wie viel würfeln? Wieder drei. Wieder drei, sehr gut. Mhm. Das ist aber langsam teuer hier. Aber einen Erfolg mehr. Immerhin. Damit sind es 4 aus 7 wieder. Ja, dann spult sich die Zeit wieder ein wenig zurück und du siehst zunächst irgendwie die zwei Katzen, wie sie in die Boxen verstaut werden, der dicke Kater eher so okay, der andere wehrt sich ein bisschen mehr. Die beiden Menschen, was auch immer, Humanoiden, hast du sie eben genannt, scheinen sich über irgendwas zu streiten. Der Mann geht immer hin und beginnt damit, irgendwann mehr Sachen in den Koffer zu packen, während die Frau wohl nicht damit einverstanden ist, irgendwie anscheinend. Aber dennoch verlassen sie irgendwann das Haus. Mit Tageszeit, kann ich die wahrnehmen oder sind alle Fenster und Dinger zu? Es ist dunkel. Okay. Draußen. Das kann man dann durch die geöffnete Tür kurz sehen. Und was du auch noch, dann geht die Szenerie weiter. Also weiter zurück in der Zeit. Ja. Und dann siehst du eine weitere Gestalt, die auf dem Sofa sitzt und sich mit den beiden, also zuerst nur mit der Frau und dann später kommt der Mann dazu. Aha. Und unterhält sich mit denen. Moment, wo habe ich denn das Bild? Ja. Ein tätowierter Typ. Also bis auf die Finger tätowiert. Und sonst relativ schnieke angezogen. Und der sitzt halt zwischenzeitlich mit den Füßen hoch auf dem Couchtisch, unterhält sich mit der Frau. Und dem Mann, der dann reinkommt, scheint das überhaupt nicht zu gefallen. Und dann diskutieren die eine ganze Weile. Du kannst wieder nicht sehen, hören, worüber sie sich unterhalten. Aber dann geht der Typ dann irgendwann raus und die beiden
Der Bärtige und die Frau unterhalten sich weiter. Ich versuche mir in der Sequenz, versuche ich mich am meisten darauf zu konzentrieren, dass ich mir die Tattoos einpräge, dass ich die gut wieder beschreiben kann. Also sowohl auf Hand als auch irgendwie Hals, also ja, du kannst sichtbare hier, Bereiche. Kannst hier halt hier ein bisschen so am Hals, kannst du ein bisschen was sehen und halt an der Hand. Mhm. Ansonsten hat er halt ein langes Hemd an. Ja. Du kannst halt dir denken, dass es da weitergeht. Aber ja. Aber die Teile würde ich mir versuchen, so gut wie möglich einzuprägen, dass ich sie Jethro im Zweifelsfall beschreiben kann. Ja. Okay. Eins von den Tätowierungen fällt dir besonders auf. Das ist ungefähr sowas hier. Auf der Hand. Ah, okay. Bisschen verschnörkelt, also das ist jetzt irgendwie rausstilisiert. Mhm. Die sind Kommunisten. Oder Anarchisten, nur auf dem Kopf. Anti-Anarchisten. Genau, Mann. Die sind gegen Anarchisten. Wir müssen sie aufhalten. Alright, ja. Ja. Geht's dir gut? Ich drehe meine Augen wieder zurück in die echte Welt. Mhm. Okay. Das war tatsächlich mehr, als ich erwartet hatte. Die beiden sind hektisch aufgebrochen. Und zwar wollte der Mann gehen und hat einen Koffer gepackt. Die Frau fand das wohl nicht so toll. Und dann habe ich eine Sequenz gesehen, die davor gespielt hat. Da war ein anderer, dritter Mann. Kurze Haare, tätowiert auf den Fingern, hat so ein umgedrehtes A im Kreis auf dem Finger. Und der hat sich eher mit der Frau als mit dem Mann unterhalten. Das fand wiederum der Mann nicht so gut. Okay. Also irgendwas deutet darauf hin, dass das, ich vermute, wenn ich es zusammensetzen sollte, er hat sie gewarnt, gesagt, ihr müsst gehen, sie fand das nicht so toll, aber am Ende des Tages sind sie irgendwie doch gegangen und das hat dann der Mann eher durchgezogen als die Frau. Und die haben die Katzen wohl mitgenommen und nur das Nötigste an Klotten, was da war. Aber das ist nur eine Mutmaßung und es scheint nicht lange her gewesen zu sein, wenn ich mir den Kühlschrank anschaue. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir die Kleidung mitnehmen, als was leicht Transportierbares, was wir später noch mal zu Rate ziehen können. Richtig. Da geht ja nichts mehr. Und dass wir, wenn es hier gut... Klauenkleidung! Und Katzenfutter! Ich hab doch meine Jacke kaputt gemacht. Ich brauche jetzt eine neue. Genau. Wo ist das Kleid? Ja, wäre das nicht lustig, wenn wir deren Sachen anhätten und ihnen begegnen? Jetzt Stunden ein. Womit? Einmal mit Profis arbeiten. Wird nicht passieren. Creep. Ich habe noch eine Frage. Geht's mir denn gut soweit in der Wohnung? Kommt mir irgendwas komisch vor? Dir geht's soweit, also besser als zu Hause. Sehr schön. Dann fahren wir jetzt wieder nach Hause. Bist du sicher, dass wir nicht noch irgendwie hier was übersehen? Ich nehme nämlich nicht an, dass wir hier nochmal herkommen werden. Was vermutest du denn? Oder nach was suchst du? Ich weiß es nicht. Gibt es irgendwie so Hinweise, die noch anders sind? Also Blut im Kühlschrank ist nicht da. Das wäre so ein ganz dummer Hinweis. Mach doch mal gibt Investigation es? Und Wits. Zum Beispiel. Würde ich gerne mal machen. Ja. Ich würde hier gerne noch ein bisschen investigieren. Mit meinem Verstand. Sofern er denn vorhanden ist. 3 Erfolge. Hast du noch Willpower zum Ausgeben? Natürlich. Darf ich wieder 3? Also dir ist schon klar, dass das nur sehr langsam regeneriert. Ich weiß. Ich wollte es nur mal kurz sagen. Aber da bist du ein sabbernder Blob in der Ecke. Ich habe noch minimale Reserve. Wie viel hast du danach noch? Ein. Das ist 2 für den ersten, 2 für den zweiten und jetzt noch einen Gebrauch? Also das ist Jethro. Moment, wo ist denn Cyrus? Nee, ich habe doch 2, jetzt wäre einer. Ja. Cyrus. Jetzt hast du noch einen. Ich habe mir den jetzt auch schon brav weggestrichen.
Dann Plump. Nochmal drei. Ja, dann hast du auch was, hast du finden können, ja. Weil, wie gesagt, wir kommen da nicht mehr hin. Da bin ich mir fast sicher. Und das dann ist die erste Spur. Du findest tatsächlich zwei Sachen. Einmal eine Visitenkarte vom örtlichen Taxiunternehmen. Ja. Und gleichzeitig irgendwo so einen Schichtplan, alten allerdings, von vor ein paar Monaten, wo nur Nachtschichten eingetragen sind. Wo oben Schichtplan drüber, wovon? Oben drüber steht Bruce Warren. So Schichtplan vom Taxifahrer wahrscheinlich. Mhm. Und von einem Taxifahrer namens Bruce Warren. Genau. Warren ist auch der Türname. Also das ist der Mensch, der hier, oder das Wesen, was hier lebt. Nur Nachtschichten. Interessant. Mitnehmen, würde ich sagen. Dann mindestens Handyfotos machen, ne? Dann findest du, was könnte man denn da als vielleicht ein Foto oder sowas? Irgendwie vom, das zeigt einen Campingwagen. Und irgendwie diesen Typen im Flanellhemd wieder so vor diesem Campingwagen posiert. Der mit dem Bart. Genau, ja. Mhm. Und ihr hattet das Video nicht gesehen, was Jethro gesehen hatte, ne, mit der Attacke. Das heißt, du wirst den Campingwagen nicht wiedererkennen, aber es ist halt ein Campingwagen. Und du kannst da sehen, dass es es ist nicht irgendwie so ein normaler Campingwagen, sondern es ist so ein fester. Also so, wie das in diesen so Camping-Siedlungen ist. Gibt's die Trailerpark-Dinger. Genau, Trailerpark-Campingwagen, genau. Mhm. Und das Dritte findest du, ich meine, mit so viel Erfolgen kann ich dir sogar noch zwei Sachen geben. Einmal ein Bierdeckel von Carney's Pub. Carney? Ja, Carney's Pub. Mit C. Mhm. Moment, ich kann es dir mal in den Chat reinschreiben, wie man es. Carney's Pub. Okay. Und einmal eine weitere Visitenkarte von einem Motel, das dir allerdings dann wesentlich bekannter vorkommt, weil das gleiche Motel ist, wo Dale und Clara abgestiegen sind. Mhm. Das war genau in der River Street-Ecke. Okay, all diese Sachen, während ich sie finde, würde ich natürlich auch sofort Clara kommunizieren. Das hier ist übrigens der Typ auf dem Foto mit dem Trailerpark-Campingwagen da, den ich in der Vision gesehen habe, der hier wohnt. Ich schätze, das ist dieser Bruce Warren, der, wie ich mehr jetzt vermute, Taxifahrer nachts war, vor mehreren Monaten zumindest. Das wäre meine Vermutung auch, ja. Und Carney's Pub scheint eine Gegend zu sein, wo die sich rumtreiben, die beiden, oder einer von beiden. Und das Motel ist vielleicht das, wo sie jetzt untergekommen sind. Das, wo ihr wart, oder? Da stand doch mein Auto vor. Ja, ist das? Das, wo wir waren. Ich habe mein Auto vor diesem Motel geparkt. Ist es nicht das einzige in der Stadt? Keine Ahnung. Aber, also, ich frage mich, sollen wir irgendwas mitnehmen oder sollen wir alles abfotografieren und da lassen? Ich kann halt unter Umständen in einiger Zeit, nicht unbedingt morgen früh oder sowas, einzelne Objekte wieder versuchen, Verbindung herzustellen. Ein Schichtplan ist schon was sehr... Die Visitenkarte von dem Hotel könnte uns mehr Hinweise geben, zum Beispiel, ob sie dort sind, ob sie dort waren, wo er herkam. Also solche Sachen würde ich eher mitnehmen. Ich glaube, es ist eh jedem klar, dass wir in diesem Haus drin waren. Jedem, weil das Schloss aufgeschossen ist. Okay. Und die Klamotten wegnehmen wolltet. Ja, alles, was in den Rucksack passt. Dann räumen wir tatsächlich alles einfach mit und aus. Samt Katzenfutter. Wir müssen damit rechnen, dass die dann wissen, dass wir wissen, was auf den Fotos war, aber was sie dann nicht wissen, dass wir wissen, ist eben das alles, was du vielleicht noch rausbekommen könntest. Einmal das und zum anderen, wie sicher bist du dir, ob du zu Hause eine Visitenkarte von dem Hotel hast, wo Dale und du untergekommen seid?
Welches Zuhause? In unserer jetzigen Wohnung. Hast du eine Visitenkarte mitgenommen? Bist du dir ganz sicher? Nein, ich habe keine mitgenommen. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Glaubst du, ich wollte das meinen Eltern empfehlen oder so? Bist du dir sicher, dass du ein Foto zu Hause bei uns vielleicht jetzt gerade liegen hast von dir? Aus deinem Studium? Relativ sicher, dass ich keins habe. Ich sage nur, es ist nicht unbedingt hundertprozentig, dass jeder eine Visitenkarte und einen Schichtplan von vor 2 Monaten vermissen wird als erstes. Ja, das mag sein. Und zumindest ist es ja auch so unwichtig, dass sie es nicht mitgenommen haben. Also. Eben. Es sind eher Nebensächlichkeiten. Ja, wir nehmen mit und hauen ab. Und ich finde, wir sollten noch den Kühlschrank aus der Wand reißen. Warum das denn? Damit es einfach nach was anderem aussieht, als es war. Alles klar. Hast du das Sofa denn noch umgedreht? Na, ich habe die Kissen weggeschmissen und ich hätte echt Bock, irgendwas in den Fernseher zu schmeißen. Was nehmen wir? Hau rein. Weiß nicht, Katzenfutter? Nicht der Fernseher. Ja, schmeißt mir das Katzenfutter vor den Fernseher, genau. Ich nehme das Katzenfutter, das Trockenfutter und schmeiß das vor den Fernseher. Oh, wenn der Bruce irgendwann mal in 2 Wochen muss ich den dringend in seine Wohnung zurückführen, dass er da mal nachguckt, ob da jemand war. Und ihr wolltet nicht, dass ich mitkomme, weil ich könnte ja was niederbrennen. Ihr seid ja cool, ey. Ich schmeiß mit Trockenfutter vor den Röhrenfernseher. Ich glaube nicht, dass wie passiert. Ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr großer Unterschied zu alles niederbrennen ist, ja. Der Chat sagt, ihr seid keine Hunter, ihr seid die Hottentotten. Nee, wir wollen es so aussehen lassen. Das ist die wahre Kunst dahinter. Es so aussehen zu lassen, als wären wir Idioten. Und in Wahrheit haben wir alles schon längst geklärt hier. Wer sind jetzt die Monster, die Vampire oder die Hunter, die alles zerstören? Ich hätte nichts gemacht, wenn ich gewusst hätte, die Katzen kommen nochmal zurück. Überhaupt nichts. Nachdem wir die Sachen alle einpacken, wäre ich soweit fertig. Dann lass mal los. Jo, ich denke, das hat eine ganze Ecke gedauert. Und dann kommt er zurück. Jethro wird wahrscheinlich sehr lange schlafen, weil er was nachzuholen hat. Was macht denn Dale während der Zeit? Feuerchen legen. Der Dale, gibt es so Gasegardinen am Fenster? Nochmal? So diese Scheibchengardinen. Gibt es die? Dann habe ich die vorgezogen, sind erstmal eine ganze Zeit noch so ein bisschen etwas nervös dahinter, um eben zu gucken, ob irgendwas sich da draußen nochmal bewegt, was man nur so halb erkennt. Wenn ich das Gefühl habe, es taucht jetzt aber echt nicht auf und ist erstmal weg, dann frühstücke ich erstmal noch ein Stück kalte Pizza und danach postiere ich mich sozusagen auf dem Stuhl neben der Tür, dass ich im Zweifelsfall, wenn sich irgendwas im Treppenhaus regt, das hören kann. Okay. So, und dann warte ich erstmal ab. Also, meine gegenwärtige Beschäftigung, immer mal so klack, klack, klack mit dem, aber eigentlich, also. Schlackerlich, die anderen haben Feuerzeug. Genau, und im Alle Zweifel habe ich halt die Pistole immer griffbereit, dass wenn irgendwas passiert, ich, nach draußen gehen kann, um nach dem Rechten zu sehen. So. Okay. Und ansonsten versuche ich mich zu erinnern an das, was ich in der kurzen Grundausbildung, die wir noch hatten, was ich da so über Vampire gelernt habe. Mhm. Also ich irgendwie versuche nochmal meine Aufzeichnungen durchzugehen und so und versuche, mein Theoriewissen nochmal frisch zu halten. Okay. Ja, dann werden Cyrus und Clara irgendwann ja wiederkommen. Dann können sie Dale zumindest schon mal berichten. Jethro wird ja noch schlafen. Ich
Yo, Day. Klick. Klick. Nichts passiert okay. Währenddessen, kein ein weiterer Mordanschlag auf Jethro oder so. Ja, war hier alles ruhig? Missgemutet. Hier war alles ruhig. Okay. Also wir haben auch niemanden gefunden, niemanden angezündet, aber viel erlebt. Vor allem Cyrus. Der kann mal. Was ist los? In der Hauptsache, ich zeige das Foto, haben wir herausgefunden, dass in dem Haus ein gewisser Bruce Warren, das scheint er zu sein, lebt mit dieser rothaarigen Frau. Aha. Und die beiden sind mit ihren beiden Katzen übrigens total süß. Eine ist getigert, die andere ist so ein bisschen wie Garfield, so ein bisschen dicker. Sind die unlängst aufgebrochen, offensichtlich in Hektik, weil ein kurzhaariger, an den Händen tätowierter Mann und am Hals tätowierter Mann ihnen irgendetwas gesagt hat. Zumindest vermute ich, dass es deshalb war. Dieser Mann war auf jeden Fall da und die beiden waren sehr, ja, emotional angespannt dadurch. Und sie waren sich uneinig. Mal doch die Tattoos mal auf. Ja, ich würde mal versuchen, das. Eins ist mir sehr aufgefallen, das war an der Hand. Ich schaue mal, ob ich das aufmalen kann. Ich würde ein umgedrehtes A und zwei Kreise drum aufmalen. Quasi ein umgedrehtes Anarchiesymbol. Ja. Erkenne ich das wieder? Und wohl bemerkt, das hier scheint unten zu sein. Ich zeige, dass es genau nicht das A ist, sondern umgedreht. Hm. Ja, habe ich das schon mal gesehen? Kann ja mal Intelligence Okkult würfeln. Ja, doch, gerade gut. Moment. Mal zu repräsentieren, was er da jetzt alles gelernt hat und was nicht und was in seinen Büchern steht und was nicht. Moment mal, also Intelligence und... Ich merke gerade, das könnte ich ja auch, aber egal, mach du erst mal, ich komme nicht auf die Idee. So. Intelligence Submit. Hm? Zwei Erfolge. Willst du Willpower ausgeben, um drei zu wiederholen? Ja. Kannst die drei, die zwei, die fünf wiederholen? Moment. Willpower. Wo ging das jetzt? Bei Willpower ist schon ein Button. Willpower Reroll. Ja, jetzt muss ich erstmal. Dann musst du dir einen Willpower streichen und dann. Ah. Ja. Also drei Würfel wiederholen. Mhm. So, das sind nochmal zwei extra Erfolge. Hast du insgesamt vier Erfolge gewürfelt. Das war ganz gut. Dann wird dir das Zeichen bestimmt was sagen und in der Hunter-Fachliteratur hast du das bestimmt irgendwo schon mal gesehen, dass das ein Zeichen des Vampir-Clans der Brucha ist. Also, das ist ein Brucher-Vampir. Ha. Ah. Möchtest Bahnhof. Du mehr noch sagen oder war es das? Das ist ein Vampir-Clan, der Jetzt lass ihm doch mal den Triumph, dass er was wusste. Also, wie war das noch? Die Brucher sind Vampir-Clan, der vor allem so Geschwindigkeit, Stärke und sowas sich mit auskennt. Und eine kurze Lunte haben. Stimmt, genau. Und die sind also dementsprechend, wenn die am Start sind, dann kriegt man im Zweifelsfall richtig aufs Maul. Hm. Du kannst mir ja gleich nochmal zeigen, wo du es gefunden hast, dann lese ich selber nochmal nach. Ja. Ja, ein bisschen mehr. Ich meine nur, dass du es nicht alles jetzt erzählen musst.
Ja, warte mal. Also, tak, tak, tak. Diesem Rollenspielregelwerk. Ich habe das in einem komischen Buch aus den, einem komischen Spielebuch aus den 90er Jahren gefunden. Hier, lies. Schon die fünfte Auflage. Ah, scheint was dran zu sein. Also das scheint zumindest der Kurzhaarige, der nicht in dieser Wohnung wohnt, aber ja, der die beiden gewarnt hat, der scheint dann ein Bruja zu sein. Oder zumindest das Tattoo zu haben. Ich weiß ja nicht, ob man später mal irgendwann einen Clan wechselt. Könnte auch sein, dass er ein Anarchist ist und einfach nur nach dem, wie man auf die Hand guckt. Ja. Wenig wahrscheinlich, aber möglich. Wir wollen ja nicht vorurteilen, das ist hier. Okay, jetzt nochmal mein Vampire 101. Wenn ein Bruja Leute warnt, warnt er Leute aus anderen Clans oder aus seinem eigenen Clan? Eigentlich haben die Clans nicht viel mit anderen jeweils gerne zu tun. Es wäre schon außergewöhnlich, wenn es andere wären, oder? Schwer zu sagen. Ja. Also in Einzelfällen bestimmt immer, aber in der Regel sind die ja eher so in ihren Clans unterwegs, soweit ich das gelesen habe. Ja. Aber die Brucher sind doch noch Teil der Camarilla, oder? Nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr! Geh raus aus der Camarilla. Sie sind ausgetreten, ja. Hm. Okay. Ich weiß nicht, inwiefern das Wissen ist, was die Hunter haben. Okay, gut. Ich glaube eher nicht. Das ist ganz frisch, also von daher eher nicht. Ach so. Ja, wie weit über Klanggrenzen zusammenarbeiten? Keine Ahnung. Also ein Bucher plus X suchen wir. Plus zwei X. Und bei dem einen X wissen wir videomäßig, wie sie aussieht mit den roten Haaren. Und sie scheint dort zu leben. Und bei dem anderen X haben wir sogar die Vermutung, seinen Namen zu wissen, Bruce Warren. Wir haben ein Foto von ihm. Wir haben einen Campingwagen, den wir vielleicht ihm zuordnen können, weil er auf einem Trailerpark steht. Und wir haben ein Taxiunternehmen, bei dem er Nachtschichten übernommen hat. Und wir haben ein Motel, wo eine Visitenkarte hinleitet, auf das ihr schon mal eingecheckt habt. Das heißt, mir fällt gerade noch eine gute Sache ein, die du noch gefunden haben könntest. Entschuldigung. Ja. Wo wir bei Visitenkarten waren, wenn er welche hat, dann hat er die alle zusammen. Ja. Und da hat er garantiert noch so eine schöne, total schnörkelig verzierte, mit wo drauf steht Prnava In- und Export. Prnava? Prnava In- und Export. Václav Prnava In- und Export. Prnava Václav im und Export. Und wir haben Carnies Pub, was auch nochmal ein Anhaltspunkt wäre, wenn wir mal uns abends irgendwie versuchen rauszutrauen gegenüber diesen Wesen. Das war schon mal eine ganze Menge mehr. Der Chat sagt, kümmert euch ruhig um den, der handelt mit Sand. Und die erste Kommentar, jetzt sind die Hunter erledigt. Ach Quatsch. Wir haben noch höchstens drei Vampire gleichzeitig im Moment. Plus diverse, die Jethro schon jagen. Ihr habt schon gut was rausgefunden jetzt, ja. So. Das war aber auch ein ordentlicher Wurf, den du da eben hingelegt hast. Jetzt kann ich auch nie wieder was in diesem Abenteuer. Aber egal. Du hattest deine 15 Minuten schon. Yes. Wie lange schläft denn Jethro eigentlich noch? Es ist doch schon spät jetzt. Wollen wir den nicht mal wecken? Der hätte ja wieder gut zu tun. Bei dem, was wir jetzt rausgefunden haben. Wir haben ja keine Möglichkeit, ihm zu schreiben. Natürlich, wir können auch unseren J-Knopf drücken. Hier, aber also ich würde ja am liebsten würde ich gerne so Investigation Boards basteln und so, aber nachdem, ja, drücken wir Knöpfchen. Aber ja, nachdem das hier nicht sicher ist und wir hier gerade schon Leute eventuell drin hatten, würde ich vermuten, dass alles, was in unseren Köpfen ist, am besten da aufgehoben ist. Ah, Clara wird auch schon paranoid. Sehr schön. Die einen sagen paranoid, die anderen sagen klug.
Das ist das, was jeder Paranoide sagen würde. Wir bevorzugen den Terminus vorsichtig. Und alle so diese Stimmen sind gleichzeitig in meinem Kopf. Vorsichtig, bist du wieder mal informiert. Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich warten, bis Jethro auf uns zukommt, weil ich dachte, wir können doch nur empfangen mit dieser Taste, oder irre ich mich? Nein, das ist doch auch unser Notruf. Außerdem hat er uns nicht diesen Stapel auch von den Lieferservices gegeben? Können wir nochmal Essen bestellen oder so? Ich bin für asiatisch. Okay, Thai, würde ich sagen. Was ihr jetzt mitkriegt, wenn ihr bestellt, ist, dass die Sonne geht unter und es fängt an, die Erde zu beben, klein, ganz leicht. Ist das normal hier in Texas? Ja, spätestens das wird Jethro wecken. Ja. Aber ihr habt das schon auch gemerkt, ne? Und sei es nur, dass ihm der Wecker auf den Kopf fällt oder so. Ja. Dann hört ihr einfach nur einen Schlüssel, der in euer Schloss gesteckt wird, sich dreht und eure Tür geht auf. Und ein schlecht gelaunter Jethro kommt rein. Hi. Morgen. Ist hier irgendwie Tektonik? Was? Wie? Keine Ahnung. Wovon redest du? Kleines Erdbeben war gerade. Ach, das gibt es ja in letzter Zeit öfter. Wie in letzter Zeit? Vorher nicht? Ja, keine Ahnung, so lange bin ich ja noch nicht hier. Aber die Frau von unten hat gesagt, dass das früher nicht war. Okay. Also wir haben ein paar interessante Sachen rausgefunden. Hast du auch etwas rausgefunden? Ich habe geschlafen, Kollege. Und das hast du sehr gut gemacht. Danke. Also wir wissen jetzt einen Namen mehr und wir haben ein paar Anhaltspunkte gesammelt. Bist du schon aufnahmebereit oder brauchst du noch einen Moment? Ich bin aufnahmebereit geboren, jetzt sieh zu. Okay, pass auf, hier siehst du ein Foto von Bruce Warren. Bruce Warren wohnt in dieser Wohnung, die du uns empfohlen hast. Er war dort zusammen mit der rothaarigen Frau, nicht in dem Moment, wo wir da waren, da war keiner da. Die beiden haben zwei Katzen, eine getigerte, eine der dicke, rotfällige, wie Garfield, sehr niedlich. Beide kümmern sich sehr liebevoll um die Katzen. Die Wohnung ist ansonsten relativ verwahrlost. Bruce arbeitet bis vor wenigen Monaten in einem Taxiunternehmen, wie du hier an seinem Schichtplan sehen kannst. Hier hast du die Visitenkarte von dem Taxiunternehmen. Auf dem Foto siehst du einen Trailer von einem Campingwagen, der vielleicht ein Indiz ist. Ich weiß nicht, ob du da was rausfinden kannst. Hier hast du eine Visitenkarte von Corny's Pub und hier hast du eine Visitenkarte von einem Import-Export-Laden Prunava. Und ein Vampir von dem Bruha war auch in der Wohnung und hat die beiden gewarnt, dass sie wahrscheinlich fliehen sollen. Und dann sind sie aufgebrochen mit ihren Katzen. Das ist meine Vermutung. Ich habe nur gesehen, dass die Katzen dabei waren und die weggegangen sind und dass der Typ sie vorher angesprochen hat. Václav Prnava. Den Vampir von den Brucha kann dir auch Cyrus gut beschreiben mit seinen Tattoos und so. Genau, der hat so ein Brucha-Tattoo auf der Hand, den kann ich dir ziemlich genau beschreiben. Kurze Haare, ein bisschen hagerer als Bruce zumindest und mindestens auch am Hals tätowiert, vermutlich am gesamten Oberkörper. Das ist nicht der Typ, den ich erschossen habe, oder? Nein. Dann gucke ich mir das alles an. Der war nicht tätowiert. Ich bin echt beeindruckt. Dankeschön. Das passiert, wenn man mit Profis arbeitet. Mann. Er meint sich. Das ist mir schon aufgefallen, dass er sich meint. Feuerchen. Ich sagte, ich hatte mein Glücksklicklicht dabei hier.
Ich glaube, da sollten wir nicht lange mit warten, oder? Also, den Trailer kenne ich übrigens. Echt wahr? Wie wahrscheinlich ist das denn bitte? Okay. Was? Das ist, also ich nur damit ich mich jetzt richtig erinnere, ich weiß, dass das derselbe Trailer ist wie in dem Video, das ich von... Ja, das erkennst du, ja. Alles klar. Und ich weiß auch, dass das der Trailer in der Nachbarschaft von Henry ist, oder? Genau. Diesen Trailer kenne ich, interessant. Ich muss euch da mal ein Video vorspielen. Okay, eine Sache noch, die vielleicht zu unserem Nachteil gereichen könnte in langfristiger Zeit. Wir haben sehr eindeutige Spuren von Gewalteinwirkung auf die Wohnung hinterlassen. Ja, gut. Aber wir hatten Handschuhe an. Ja, also das man ist wird gut. So auf den ersten Blick sehen, dass jemand da war. Ja, aber das ist doch gut. Wenn ihr da ordentlich Verwüstung hinterlassen habt, dann denkt nicht, oh, uns hat hier jemand untersucht, sondern, oh, hier ist jemand eingebrochen und hat alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest war. Genau, sogar das Katzenfutter haben wir vom Fernseher geworfen. Das Essen wäre vielleicht die bessere Alternative gewesen. Das Katzenfutter, What? Essen. Wir es dir mitbringen sollen, oder was? Und was, wenn die Katzen wieder zurückkommen, weil sie entlaufen und nach Hause wollen und dann haben die nichts zu essen? Okay, ich habe jetzt hier eine Diskussion angefangen auf der Ebene. Ist in Ordnung, ich habe es kapiert. Alles klar. Aber ja, ach, egal. Auf jeden Fall, ja, also, gut. Ich würde vorschlagen, ich kenne den Typen, der neben diesem Trailer wohnt und ich zeige euch jetzt mal so das Video und das habe ich von ihm. Und da seht ihr ein Video, wo wieder die Rothaarige zu sehen ist, wie sie so ein paar Anzugträgern auflauert und sie zerfleischt. Alte Scheiße. Mensch, die sind ja ganz zerfleischt. Das waren vermuteterweise unsere Vorgänger. Oh Scheiße. Dann müssen wir uns besser anstellen. Ja. Könntest du dich bitte draußen besser anstellen? Ist dieser Trailerpark in der Nähe hier? Also ist der in dieser Stadt? Ja, der ist in dieser Stadt. Der ist, ist der im Norden oder im Süden? Du müsstest dich entmuten. Der ist, wenn er auf der Karte nachguckt, ganz unten im Süden am Campers Inn. Da an der Straße. Ah, alles klar. Campers Lane, nicht Inn. Ja. Sehr, sehr passend, der Name. Genau, da dachte ich auch, da packe ich den. Ja, genau, dann werde ich ja sagen. Also da, Campers Lane, genau. Außerdem kenne ich den Pub, glaube ich. Der ist auch an einer Stelle. Ja, der ist in der East Fire Bush Street, Ecke Marple Street. Wie geht's mir hier eigentlich, als ich wieder nach Hause komme? Die Kopfschmerzen kehren zurück. Na toll. Und also dann bei dem Vampir zu Hause war es einfacher. Auch vielleicht sollten wir umziehen. Das ist sowieso die Frage. Jetzt, wo offensichtlich irgendetwas weiß, dass du hier wohnst, Jethro, wird brauchen das wir Zeit? Eine andere Unterkunft? Keine Ahnung. Glaubst du, die haben mich konkret aufgesucht oder da wollte einfach nur jemand rein? Dann geht er doch nicht durch die drei Schlösser, sondern durch die Nebentür, die viel einfacher gesichert ist, oder nicht, von uns. Ja. Also das war genauso ein zufälliger Einbruch wie bei uns eben gerade, bei Warrens. Ja, sehe ich ein. Ich glaube, ich sollte heute Nacht sofort einen Umzug organisieren, und zwar express.
Und wo sollten wir dann anfangen? Wir können beim Trailerpark anfangen, wir können beim Taxiunternehmen anfangen, wir können uns aufteilen, wir können bei dem Hotel anfangen oder, was habe ich vergessen? Hallo, sichere das Base geht vor. Ja. Ja, sichere Base, dann Hotel oder Trailerpark. Mal gucken, was bis dahin alles passiert, würde ich sagen. Naja, wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir schon ein bisschen später. Das können wir dann schauen, bis zum nächsten Mal, was noch passiert. Ja. Die Kamera geht langsam raus aus dem Zimmer, als ihr euch unterhaltet. Und irgendwo im Garten rematerialisiert sich aus dem Boden Papier. Ja. Schön, wenn man mit dem Boden verschmelzen kann. und ja, das kriegt ihr natürlich nicht mit, aber der Chat kriegt es mit. Ja, das war wahnsinnig spannend, schreibt Feramin666, ja, für dich besonders, da du ja einen der Vampire spielst. Ich habe eben schon gelesen, dass sie die Schweißperlen auf der Stirn hatten, ob Cyrus in seiner Vision sie auch sieht, weil die mich auch da waren. Aber hat er nicht. Aber gut. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen und für euch da draußen vielen Dank fürs Zugucken. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt ja heute auch ordentlich was rausgekriegt. Mal schauen, wie lange das hier noch geht und ob der Dale irgendwann mal was anzünden darf. Oder ob ihm weiter alle irgendwie verbieten, alles anzuzünden. Ja, nur danke. Innerhalb geschlossener Räume. Sierra Nevada sagt auch irgendwie danke für die Runde, ja. Percy Kane muss den Anfang noch nachgucken, jawohl. Mach das. Wenn ihr das später nachschaut auf YouTube, hinterlasst uns unten auf jeden Fall auch einen Kommentar und einen Daumen hoch, dann freuen wir uns ganz doll. Ich reiche die Kommentare auch weiter, das heißt, die Spielerinnen und Spieler können das dann auch lesen und freuen sich dann wahrscheinlich auch immer drüber, wenn sie was zu lesen kriegen und vielleicht antworten sie euch auch, wenn ihr Fragen stellt oder so. Mal gucken. So könnt ihr Deathrow fragen, wie heißt das Schloss oder so, was du bestellt hast. Mhm. Und ich muss mir jetzt nochmal Gedanken machen, wo dieses blöde Taxiunternehmen ist. Das habe ich nämlich noch nicht verortet auf der Karte. Weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass hier das jemals irgendwie relevant wird. Aber ja, Cyrus hat einfach mega gut gewürfelt heute. Ja. Gut. Und ihr habt jede Menge Vampirbilder und Katzenbilder gekriegt, das ist also sehr gut für. Ich glaube, ich muss das beim nächsten Mal so machen, dass ich dem Chat das auch irgendwie zeigen kann, was ihr da alle für Bilder seht. Muss ich ein bisschen an dem Overlay rumbasteln, aber das kriegen wir hin. Du willst ernsthaft aktiv Katzen-Content auf deinem Kanal fördern? Naja, es gibt Katzen in dieser Sandbox, ja. Dann heißt es Koali und Flauschi oder so. Ich habe lieber Drachen auf meinem Kanal. Außerdem, wenn ihr meine Engelrunde guckt, da läuft sowieso die ganze Zeit immer eine Katze durchs Bild bei Loki. Also Katzen-Content gibt es da schon auf meinem Kanal. Apropos Micha, wo ist eigentlich deine Katze? Genau, wo ist meine die? Meiner ist einmal übers Sofa eben gerannt am Anfang, dann hat sie mich seitdem verlassen hier, die Verräterin, weil die geht zum Katzenfutter. Ja. Gut, also wenn euch interessiert, wie die Stadt aussieht, wenn wir die ganze Zeit irgendwie hier von der Stadt erzählen, auf meiner Patreon-Seite könnt ihr das, wenn ihr Patreon seid, auch einsehen, die Stadtkarte. Ja. Ansonsten gibt es auch ganz viele Bilder auch in der Vampire-Runde, weil das sind alles relativ alte Sachen. Das heißt, die ganzen Bilder von den Personen, die jetzt beteiligt waren, die könnt ihr da auf jeden Fall sehen. Gut, aber ich mache das zum nächsten Mal noch, dass ich das einblenden kann. Und es geht dann wahrscheinlich in 2 Wochen weiter hier auf diesem Kanal, wenn alles klappt. Und wir uns nicht irgendwie mit komischen Viren anstecken oder sonst irgendwie krank werden oder von die Arbeit uns auffrisst oder sonst irgendwas Böses passiert. Das Internet ausfällt oder so. Kann ja auch passieren. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank da draußen, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, habe ich eben schon Werbung gemacht für Patreon und für
Die kommende Runde in 2 Wochen. Über mir ist die ganze Zeit die Adresse vom Nerdpol, falls ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel. Da findet ihr jeden Tag mindestens in letzter Zeit 3 oder mehr Rollenspielrunden, die ihr angucken könnt jeden Tag. Da ist auch dann für jeden Geschmack irgendwie was dabei. Nicht immer nur Hunter oder Vampire, sondern auch ganz, ganz normale Klassiker wie das Schwarze Auge oder Dungeons & Dragons. Und da gibt es diese Woche auch was vom Pölle zu gucken, ne? Ja, das ist korrekt. Ich streame am Mittwoch, also in 2 Tagen. Die womöglich letzte Folge, man weiß es noch nicht, von der Reifeprüfung, von dem Vorabenteuer der Mädels aus meiner 7 gezeichneten Runde. Und es gibt einen Gastauftritt. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Ich verrate aber noch nicht, wer. Oha, oha. Gastauftritt. Interessant. Dann muss ich das ja auch gucken, weil ich jetzt interessiert es mich. Ja, ja, Dale und Clara haben keinen YouTube-Content oder habt ihr inzwischen was, was man sich angucken kann? So Online-Gottesdienste oder sowas? Oder sollen wir dafür gekommen werden? Ab Sonntag wird es wahrscheinlich was geben, aber da machen wir dann mal nächstes Mal. Alles klar. Spielen. Bei Cyrus weiß ich, dass der einen YouTube-Kanal hat. Wo müssen die Leute hin? Tatsächlich Pastor. Einfach, der Kanal heißt Tatsächlich Pastor. Spielt hauptsächlich mit Videospielen. Ab und zu mal ein bisschen über schlechte Filme darf ich reden. Ich suche irgendwelchen theologischen und kirchlichen Kontext in Videospielen, die in der Regel hauptsächlich kurzweilig und gewalttätig sind. Ja. Warum funktioniert dein Bot-Befehl? What? Das ist ein Skandal, warte mal. Ach, ich hab's falsch geschrieben, guck mal hier, so rum. Ja, da sind die Links zum Dreihänder. Da findet ihr den und der hat auch diese Woche sehr schön Fear of the Dark gesungen in seinem Video. Das kann ich euch empfehlen. Ja. Das muss ich auch nochmal hören. Letzte Woche davor habe ich viel, viel mehr gesungen. Da gab es Kommentare, dass es etwas viel war. Kann nie zu viel Gesang sein. Gut, ja, dann wünsche ich noch den Segen der Nacht an die Leute da draußen, obwohl es ein Vampirgruß ist. Ich glaube, trotzdem passt es. Ansonsten könnt ihr ja noch mal Tschüss sagen auf Hunter-Art, dann passt das besser. Feuerfrei? Ja. Träumt schön. Gesagt, genau. Bleibt gesund und behütet, aber ob das die Hunter sagen, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wen, ne? Ja. Ja, schon. Da können wir uns drauf einigen. Alles klar. Bleibt gesund und behütet, das finde ich gut. Tschüss. Ciao. Ade. Toll.